Einen schönen guten Nachmittag wünsche ich allen hier zu unserem Endoskopie Campus. Heute unser Thema neue Grenzen der Endotherapie. Wir übertragen wieder aus dem UKE in Hamburg und zusammen mit Thomas Rösch werden wir die Sitzung heute gemeinsam moderieren. Wir haben interessante Themen, drei Vorträge und aber auch eine Live-Demonstration direkt hier aus dem UKE in Hamburg. Und ich denke, dass wir sehr interessante Vorträge haben mit interessanten Diskussionsmöglichkeiten. Ich gebe jetzt erstmal an Thomas Rösch weiter, der die Bedingungen rundherum nochmal kurz erklären wird. Ja, vielen Dank. Ganz besonderen Dank an dich, dass du hier zu uns gekommen bist und mit uns die Sendung moderierst. Das freut uns sehr. Meine Aufgabe ist es, zum einen unseren Unterstützern zu danken, den Firmen Pentax und Ovesco. Sie wissen ja, ohne die Industrie sind solche auch Online-Veranstaltungen nicht möglich und beide Firmen sind standhafte Unterstützer des Campus. Zum anderen bitte ein bisschen Housekeeping für die CME-Punkte. Vielleicht kann man die Folie mal einblenden. Müssen Sie sich unmittelbar nach dem Livestream, ich glaube, man kriegt die Punkte, wenn man 90 Minuten dabei ist, direkt auf dieser Seite die Bescheinigung holen. Nachträglich ist es sehr schwierig und kann nicht mehr ausgestellt werden. Wir sagen das nochmal. Also soweit von meiner Seite Housekeeping. Brigitte, und ich freue mich wieder zurück an dich zu geben. Gut, wir werden direkt anfangen mit dem ersten Vortrag von Alexander Hann aus Würzburg, der sich letztlich damit beschäftigt, die Ausbildung und das Training im 21. Jahrhundert. Und wir wissen ja insbesondere, wir haben viele, viele Modelle zur Ausbildung, die aber, glaube ich, überholungsbedürftig sind und auch ein bisschen zum Old Fashion gehören. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir möglicherweise auch was über die virtuellen Ausbildungsmöglichkeiten, die virtuelle Realität, die wir ja zum Beispiel beim Pilotenprogramm, bei der Pilotenausbildung auch schon alle kennen, aber das in die Endoskopie eingebracht, das lässt womöglich sehr große Möglichkeiten offen. Und ich freue mich sehr, dass Herr Hann das jetzt vortragen wird. Der Vortrag ist aufgezeichnet, weil er zurzeit nicht in Würzburg selber anwesend ist, aber er wird uns von Madeira, wo er sich zurzeit gerade aufhält, dann noch für die Diskussion zur Verfügung stehen. Herr Hann, bitteschön. Vielen Dank für die Möglichkeit, Ihnen etwas heute über die Ausbildung und das Training im 21. Jahrhundert erzählen zu können. Ich habe hier meine Interessenskonflikte. Nun, wenn es um Ausbildung und Training im 21. Jahrhundert geht, dann dreht sich vieles um Digitalisierung. Und das erste Slide zeige ich sehr gerne, weil sich da einiges in der Gastroenterologie getan hat und damit auch im Training getan hat. Sie sehen hier links das Klassische, wie ich anfing. Wir haben die Arztbriefe auf Kassette diktiert und diese Kassette wurde dann morgens abgeholt und ins Schreibzimmer gebracht. Später diktierten wir das Ganze in eine Audiodatei und die Audiodatei wurde übers Netzwerk ins Sekretariat geschickt. Heutzutage haben wir eine künstliche Intelligenz, die meine Sprache interpretiert und den Befund direkt live schreibt. Also das ist Digitalisierung, das ist der Wandel. Und genauso wie wir früher auf Papier aufgeklärt haben und die Sachen aufgemalt haben, so kläre ich derzeit auf einem Tablet auf mit so einem Stift und der Patient und der Arzt unterschreiben am Ende dann nach der Aufklärung und das ganze Dokument wird dann digital abgespeichert. Das heißt, so hat sich auch das Training verändert und Digitalisierung im endoskopischen Training, worum geht es im Endeffekt? Es geht darum, dass man, wie in diesem Paper beschrieben, nicht der erste Patient sein möchte, an dem der Arzt seine Koloskopiefähigkeiten übt, sondern man hätte natürlich am liebsten, dass der Arzt sich vorher vorbereitet mit digitalen Dokumenten und vielleicht an einem Simulator geübt hat.
Und derzeit ist es aber noch so, dass die Endoskopie so im Rahmen eines Lehrlingsmodells beigebracht wird. Das heißt also, der Lehrling arbeitet neben dem Ausbilder und das ganze Handwerk wird erlernt durch beaufsichtigtes Arbeiten. Das Ganze hat Vorteile. Also man lernt, was in dem Zentrum auch wirklich gebraucht wird. Aber es hat natürlich auch sehr viele Nachteile, denn die Ausbildung ist patientenbasiert, ohne formelle Curricula. Und das Ganze ist Untersuchungszeit und Patientenkomfort limitiert. Des Weiteren ist ein riesiges Problem, dass man nur das lernt, was man auch wirklich, was man sieht. Und noch ein Knackpunkt, dass die Endoskopeure im Gegensatz zu der Pflege nicht eine eigene Ausbildung zum Ausbilder haben. Darüber hinaus kommt es, dass die Technik immer weiter voranschreitet. Sie sehen hier, was man mittlerweile alles darstellen kann. Mit Standardendoskopen ein Zoom von über 80-fach, dann virtuelle Chromoendoskopie. Es gibt eine ganze neue Welt an Sachen, die man visualisieren kann, aber auch interpretieren muss. Darüber hinaus nimmt die Anzahl an Leitlinien immer mehr zu. Und diese Leitlinien sind wichtig für das tägliche Handeln und gehören mit in die Ausbildung hinein. Und Sie sehen hier rechts im Bild, das habe ich von der DGVS bekommen, wie viele neue Leitlinien es gibt oder beziehungsweise Leitlinien aktualisiert werden, und es sind irgendwie 12 Stück im Jahr 2021 und 11 Stück im Jahr 2022. Also da kommt einiges auf uns zu. Eine meiner Lieblingsleitlinien hier unten ist die Leitlinie für Qualitätsanforderungen in der gastrointestinalen Endoskopie von der Frau Denzer. Und ich lese da wirklich sehr gerne nach über alle möglichen Interventionen, die man in der Endoskopie durchführt. Aber dieses E1 oben rechts in der Ecke steht für die Seitenzahl und das endet bei E227. Das heißt, es ist ein ziemlich großes Werk, das man nicht sehr leicht überblicken kann. Es gibt nun Simulatoren, die einem das Handwerk leichter erlernen lassen, zum Beispiel der GI-Mentor hier oder hier ein anderes Modell. Das Problem an diesen Simulatoren ist, dass die sehr teuer sind. Also die kosten meist über 100.000 Euro. Und wir haben mal eine Umfrage gemacht, europaweit, bei der wir gefragt haben, wie viele Leute im Schnitt pro Jahr in der Endoskopie ausgebildet werden. Und das sind so circa 2 pro Jahr. Das heißt, es lohnt sich für viele Zentren nicht, sich so einen teuren Simulator anzuschaffen, wenn nur so wenig Leute gleichzeitig ausgebildet werden. Darüber hinaus ist es wichtig, und das möchte ich, dass Sie heute mitnehmen, ist es wichtig, dass man nicht nur einen Simulator hinstellt, sondern auch ein strukturiertes Curriculum zur Verfügung stellt, wo Ärzte das Handwerk lernen können. Das heißt, Sie sehen hier, hat Grover et al. In einer Studie untersucht, strukturiertes Curriculum, 6 Stunden Kleingruppenunterricht im Vergleich mit Simulator im Anschluss, im Vergleich zu einem selbstregulierten Lernen und Simulator. Und Sie sehen hier, dass in diesem Jack-Dobbs-Score, wo man 100 Punkte maximal bekommen kann, bei der ersten und bei der zweiten Koloskopie, die man durchführt, der Simulator, diejenigen, die ein Curriculum als Unterricht hatten, deutlich besser abschneiden, signifikant besser abschneiden als diejenigen, die nur am Simulator geübt haben und selbstreguliertes Lernen hatten. Nun, wie lernt man überhaupt heutzutage Techniken im Zeitalter der Digitalisierung? Und hier ein Beispiel. Sie sehen hier so eine Esophagusvarizenblutung. Und stellen Sie sich vor, diese Esophagusvarizenblutung ist etwas weiter höher im Esophagus gelegen. Und es ist nachts um 3 und Histoacryl ist gerade alle und kann nicht mehr bestellt werden. Gummibandligaturen gibt es auch nicht mehr. Irgendwann greift man dann doch zu diesem Dennis Band. Und wenn man diesen Dennis Band verwenden möchte nachts um 3, dann gibt es diese schöne Anleitung. Und Sie sehen hier aus meinem Schrank hinten, die habe ich extra nochmal modifiziert, diese Anleitung, um einfach durch diesen Wust an kleinen Abbildungen besser durchzukommen. Und trotz aller möglichen Eselsbrücken wie schieben, schieben, pusten, pusten, ziehen, ziehen, tut man es sich doch relativ schwer, diese Anleitung nachts schnell durchzuziehen. Und das sagen mir auch meine anderen Kollegen, die es so machen mussten. Aber vor meinem ersten Einsatz habe ich was anderes gemacht. Ich habe mir einfach, weil ich gedacht habe, ach, heute werde ich es wahrscheinlich verwenden müssen, habe ich mir das YouTube-Video dazu angeschaut. Und der Hersteller bietet auf seiner Seite einfach ein Video, wo er ganz genau von außen erklärt, was im Körper passiert, wie der Ballon hier aufgeblasen wird,
wie dann dieser Ballon dann mit dem Stand dann zurückgezogen wird. Und so habe ich tatsächlich bei meinem allerersten Dennis-Stand es direkt ohne Probleme gleich beim ersten Mal anwenden können. Wenn das nicht reicht, gibt es natürlich auch ein YouTube-Video, wo man sich das Ganze auch anschauen kann mit Kameraansicht außerhalb des Körpers und Kameraansicht im Körper. Also ich denke, das ist ein Weg, wie man heutzutage lernen kann, aber es gibt nicht nur vom Hersteller solche Videos, sondern es gibt ja auch vom New England Journal solche Videos, zum Beispiel, um hier eine Direktpunktions-Pack zu wechseln, ohne Draht, wie in diesem Fall dargestellt. Aber ich glaube, es gibt da einfach sehr, sehr viele gute Quellen, um heutzutage sich auf Interventionen oder Eingriffe vorzubereiten. Ein weiteres Portal ist von der DGVS mit der Zielgruppe Studierende. Da geht es darum, auch Studierenden Interventionen nahezubringen und da werden auch vorhandene Videos einfach zusammengefasst. Nun, wenn wir beim Thema Portale sind, dann darf Endoscopy Campus nicht fehlen. Eine sehr wichtige Anlaufstelle, um sich Videos zu Interventionen anzugucken, aber auch um Klassifikationen nachzuschlagen. Und hier sehen Sie rechts unten im Bild zum Beispiel die berühmte Paris-Klassifikation, die sehr übersichtlich dargestellt ist. Aber es gibt auch einfach schnelle Flowcharts, die man aufrufen kann, zum Beispiel die zwei tubulären Adenome, die ich bei den Patienten abgetragen habe, wann soll ich ihn wieder einbestellen? Dann klickt man auf die Seite und dann sieht man sofort den Flowchart mit den Zeiten, wann man den Patienten wieder nachkontrollieren muss. Es gibt auch Übersichtsblätter, zum Beispiel für die LA-Klassifikation bei Refluxösophagitis, die kann man sich einfach ausdrucken und in dem Endoskopieraum aufhängen. Ich denke, so sollte Training heutzutage laufen. Nun gibt es auch komplette Online-Kurse. Hier ein Kurs von der UEG, wo Kolonpolypen oder die Interpretation von Kolonpolypen beigebracht wird, welche eine Mischung aus Weißlicht ist und Chromoendoskopie. Und das Ganze ist mit der Plattform IDX erstellt worden. Das ist so wie Moodle, eine Plattform, die sehr elegant Videos hier mit Fragen miteinander verbindet. Und Sie sehen hier zum Beispiel, wie so ein Video aussieht. Es wird so ein Karzinom dargestellt und dann wird die Oberfläche erklärt. Also dass es zum Beispiel Spontanblutungen gibt an der Oberfläche oder dass es einen Ulkus gibt und Exudate an der Oberfläche, um so ein bisschen einen Blick dafür zu bekommen, wie interpretiere ich einen Polypen. Es gibt natürlich auch Quizze, wo dann zum Beispiel ein Polyp dargestellt wird, so ein Lateral Spreading Tumor. Und dann im Anschluss, nachdem die Oberfläche präsentiert wurde, gefragt wird, um was für eine Oberfläche handelt es sich. Hier ein anderes Beispiel, ein T1-Karzinom. Sie sehen hier, wie dieser Polyp dargestellt wird in hochauflösenden Endoskopievideos. Und im Anschluss wird dann die Frage gestellt, wie würden Sie so einen Polypen abtragen? Da gibt es zum Beispiel Piecemeal EMR oder On-Block EMR. Soll ich lieber eine ESD machen oder doch die Vollbandresektion? Oder sage ich, das ist nicht für mich, das muss ein Chirurg operieren. Und wenn man diese Antwort wählt, dann kommt, naja, wenn Sie schon denken, dass es ein T1-Kolorektalkarzinom ist, dann sollte zuerst an eine lokale endoskopische Resektion gedacht werden. Und wenn Sie sich das nicht zutrauen, dann sollten Sie es jemandem vorstellen, einem Zentrum vorstellen, der auf so etwas spezialisiert ist. Und wenn erst dieses Zentrum sagt, das Ganze ist zu komplex, um endoskopisch abgetragen zu werden, kommt der Chirurg ins Spiel. Also man lernt da wirklich wichtige Details. Nun muss man sich normalerweise dafür hinsetzen, um solche kompletten Kurse zu machen. Man kann das Ganze aber auch von unterwegs lernen, zum Beispiel durch Podcasts. Und Sie sehen hier von ein berühmter Podcast von GI, es nennt sich GI Pearls. Da werden jeden Monat die wichtigsten neuesten Studien besprochen. Zum Beispiel, nur ein Beispiel rausgegriffen, der Klassiker. Ich habe einen Patienten mit einer Ulkusblutung. Ich habe die Blutung gestillt. HB-Wert ist stabil. Soll ich ein zweites Mal reingucken, bevor ich ihn nach Hause lasse? Oder kann ich ihn einfach ohne Second Look nach Hause lassen? Solche Sachen werden darin besprochen, also die neuesten Studien. Und hier, was mich sehr, sehr freut, ein sehr wichtiger anderer Podcast, der neu ist, von Thomas Rösch, das Good Morning Endoscopy. Es macht wirklich Spaß zu hören und ich
freue mich wirklich zu sagen, dass von mehreren Seiten mir dieser Podcast von verschiedenen Kollegen empfohlen wurde. Ich kann Ihnen auch nur empfehlen, da reinzuhören. Es ist wirklich ein schöner Podcast über alle möglichen endoskopischen Themen, die sehr aktuell sind. Nun zum Thema spielerisch lernen. Das Ganze ist auch möglich. Hier eine App, die ich einfach auf meinem Handy runtergeladen habe. Und Sie sehen hier diese Bildschirmaufnahme. Das ist die allererste Lektion, die ich mit dieser App durchgeführt habe. Das ist meine Koloskopie-App. Sie sehen, wie ich hier Vorspiegel und links ist die Bauchhinklappe zu sehen. Und was hier gelernt werden muss, ist, dass man in dieser ersten Lektion das Endoskop ein bisschen drehen muss. Dann kann man nach vorne navigieren. Und dann ist der Polyp bereits freundlicherweise für einen markiert. Und dann geht es bei der ersten Lektion dabei darum, mit einer Zange, also das Arbeiten mit der Zange zu lernen. Und in diesem Fall wird der Polyp mit der Zange abgetragen. Also Zange auf, vorschieben, Zange zu und Polyp abtragen. Und dann kommt eine wichtige Sache, die werden Sie gleich hören. Das Ganze ist natürlich Gamification. Also die Kollegen suchen sich Wege raus, um süchtig zu machen und deshalb diese ganzen Töne und diese ganzen Scores, um einfach da am Ball zu bleiben, um diese Simulation dann quasi weiter zu verfolgen. Natürlich ist auch Schlingenektomie möglich, hier abgebildet. Nun, wie sieht die Zukunft von E-Learning und Endoskopie-Simulatoren aus? Das ist die Frage. Wir haben ein Forschungsprojekt, das Vigato-Projekt, wo wir zum einen unter ärztlicher Koordination das Ganze erforschen, aber auch mit der Monika Engelke, einer Pflegewissenschaftlerin aus Herne, Ärzte und Pflege zusammen unterrichten wollen. Und es gibt Informatiker aus Ulm, die das Ganze programmieren, Grafikdesigner aus München, die die 3D-Welten erstellen und natürlich ganz viel Pädagogik. Mehrere Mitarbeiter, die das Ganze schauen, dass es auch didaktisch sinnvoll beigebracht wird. Das Ganze wird mit der Oculus Quest 2 beigebracht, eine VR-Brille, die keine Kabel hat. Das heißt, die ist zum einen relativ günstig, 500 Euro. Und man hängt nicht an Kabeln, man kann sie sich einfach aufsetzen und drauf loslernen. Und Sie sehen hier meine Kollegin Dorothea Henninger, wie sie zuerst die Online-E-Learning-Tutorials durchmacht. Das heißt, da wird zum Beispiel erklärt, wie das Endoskop aufgebaut wird, dass es ein Absaugventil gibt für Luft und Wasser, ein Absaugventil gibt und ein Ventil für Luft und Wasser, dann wie das Endoskop dann im Anschluss dann zusammengesetzt wird. Und wenn sie das Ganze gelernt hat, das ist nur eine der Lektionen, die wir haben, dann geht Frau Henninger mit der VR-Brille in einem Bereich, wo sie sich frei bewegen kann, setzt die VR-Brille auf und dann sehen Sie bereits schon, wie das Ganze in der Simulation aussieht. Sie hat dort einen Patienten vor sich betrachtet den Endoskopieraum und kann dann im Anschluss dann zu dem Klemmbrett gehen, sich teleportieren in dem Fall und auf diesem Klemmbrett gibt es so Sachen wie die Indikation für die Endoskopie, in diesem Fall, dass ein Kolonadenom vor 3 Jahren entfernt wurde, dann noch anamnestische Details, wie ob gerade Blutverdünnung eingenommen wird. Dann gibt es eine Checkliste, zum Beispiel, ob der Patient Allergien hat. Und dann teleportiert sie sich als nächstes zum Endoskopieturm und macht genau das, was sie gelernt hat. In dem Fall war es ja die erste Lektion, da ging es darum, das Endoskop zusammenzuführen. Das heißt, sie nimmt das Endoskop in die Hand und führt dann die entsprechenden Ventile dann in die richtige Öffnung ein. Das hat sie alles richtig gelernt. Und im Anschluss wird dann der gesamte Endoskopieturm dann zusammengebaut. Nun, nachdem der Endoskopieturm zusammengebaut wurde und alles in der richtigen Reihenfolge eingeschaltet wurde, geht es darum, die Endoskopie vorzubereiten. Der Patient bekommt Sauerstoff auf die Nase, er wird auf die linke Seite gedreht und Sie sehen dann, wie Propofol gespritzt wird und durch die Propofol-Injektion fällt der Sauerstoff ab. Wir haben da eine physiologische Engine eingebaut, man muss Sauerstoff hochdrehen
um diesen Abfall abzufangen. Und dann geht es auch schon los. Sie führt das Koloskop ein und dann geht es los mit der Koloskopie-Simulation. Die ist natürlich erstmal noch nicht so aufwendig in diesem allerersten Prototypen wie bei der Firma. Aber Sie sehen dort, dass ein Polyp visualisiert wird und dann gibt es verschiedene Instrumente. Man kann den Polypen zum Beispiel unterspritzen und man kann mit einer Schlinge diesen Polypen dann abtragen. Wir legen hauptsächlich Wert darauf, auf didaktisch wichtige Sachen beizubringen. Das heißt also, es geht darum, wie man Polypen abträgt. Das werden wir noch alles mit einbauen. So, kommen wir nun zum nächsten Thema, das ist künstliche Intelligenz und wie sie in der Ausbildung eingesetzt wird und hilfreich sein kann. Da gibt es verschiedene Devices. Zum einen gibt es von der Firma Olympus Polypendetektionssysteme, aber auch von Medtronic das GI Genius. Und Sie sehen hier unsere eigene KI, die wir entwickelt haben mit 120.000 Bildern, die wir per Hand annotiert haben. Sie sehen, es gibt ein paar falsch positive Befunde, aber auch richtig positive Befunde, wo der Polyp markiert wird. Und was wir wissen ist, dass die Adenomdetektionsrate sich deutlich verbessert durch die Hinzunahme einer solchen künstlichen Intelligenz, die Polypen detektiert. Aber hauptsächlich werden Polypen detektiert, die kleiner 6 mm groß sind. Nun gibt es jetzt eine aktuelle Arbeit von dem Herrn Repici, der 660 Patienten randomisiert hat, in zwei Gruppen mit und ohne künstliche Intelligenz. Und die teilnehmenden Ärzte waren 10 Untersucher mit unter 2000 Koloskopien als Erfahrung. Und da zeigt sich, dass die Adenomdetektionsrate nicht nur bei erfahrenen Leuten steigt, sondern auch signifikant bei Anfängern steigt. Das heißt also eine Adenomdetektionsrate von 45 ohne KI und 53% mit KI. Nun gibt es aber auch Sachen, auf die man aufpassen muss bei der künstlichen Intelligenz. Sie sehen hier links im Bild einen Polypen. Wenn Sie ihn noch nicht sehen, dann sehen Sie ihn gleich, wenn die KI ihn markiert hat. Das Problem ist nur, im dritten Bild sehen Sie, dass die KI einen Polypen markiert hat, aber gleichzeitig ein anderer Polyp im Vordergrund besteht, den sie nicht gesehen hat. Das liegt wahrscheinlich zum einen daran, dass die KI ausschließlich oder größtenteils mit kleinen Polypen trainiert wurde, sodass vielleicht größere Polypen eher übersehen werden. Das ist natürlich eine Gefahr für Anfänger, die das auch nicht so gelernt haben. Und wir haben, um so ein bisschen besser zu verstehen, welchen Einfluss hat die künstliche Intelligenz auf die Untersucher, eine Studie gemacht, wo wir uns die Reaktionszeit angeschaut haben von Anfängern und erfahrenen Untersuchern. Hier mein Kollege Boban Sudarevic, der dieses Gerät in der Hand hat. Das ist so wie so ein Buzzer, den wir entwickelt haben. Und der drückt immer, wenn er denkt, dass er einen Polypen gesehen hat. Was wir daraus gelernt haben, ist im Video, dass der Mensch eine gewisse Zeit braucht, um den Polypen zu sehen, im Schnitt 3 Sekunden, aber die KI in dem Fall deutlich schneller ist, also signifikant schneller, circa 1,1 Sekunden. Wenn man dem Menschen die KI jetzt anbietet, dann ist witzigerweise aber dieser Unterschied nicht mehr signifikant. Das heißt also, der Mensch hat nach unserer Studie zum Thema Reaktionszeit keinen Vorteil, um einen Polypen zu detektieren, wenn er KI zu Hilfe nimmt. Was wir festgestellt haben, ist, indem wir Eye-Tracking angewendet haben, dass die Blickdistanz signifikant reduziert wird. Das heißt also, die Leute schauen weniger rum im Bild, wenn die KI mit dazukommt. Sie sehen hier einen erfahrenen Untersucher und wie seine Blickwendung ist im Bild. Das ist so U-förmig bei einem erfahrenen Untersucher. Und der Anfängeruntersucher neigt dazu, eher in der Mitte des Bildes sich aufzuhalten. Und wenn wir jetzt KI dazugeben, nimmt die Distanz ab, aber ist immer noch U-förmig beim erfahrenen, unerfahrenen Untersucher, ist sie jedoch dann wirklich fast ausschließlich in der Mitte des Bildes. Das heißt, das ist so ein bisschen das, wovor wir Angst haben. Das Ende ist quasi dann das, was uns allen widerfahren ist beim Thema Navi. Wir warten auf der Autobahn nur noch, dass das Navi sagt, bei der nächsten Ausfahrt bitte rechts abbiegen und wir schauen nicht mehr nach Straßenschildern. Das ist wirklich die Frage, ob uns das bevorsteht. Weitere Studien werden es zeigen. Eine weitere wichtige Limitation von KI sehen Sie hier. Es gibt eine AI von Fuji, die unterscheiden kann, ob der Polyp hyperplastisch ist, grün rechts unten im Bild.
oder adenomatös rechts auf dem rechten Bild hier zu sehen und damit halt gelb dargestellt, also adenomatös, neoplastisch. Und das Problem sind die Trainingsdaten, denn so ein Polyp hier, so ein flacher Polyp, der wird als hyperplastisch diagnostiziert werden. Wenn ich aber diesen Polypen unterspritze mit einer Blaulösung, dann haben Kollegen, die das System berichten, die das System anwenden, berichtet, wird dieser Polyp neoplastisch werden. Also was passiert, dass der Polyp von hyperplastisch zu neoplastisch sich wandelt? Es ist die blaue Farbe. Sie müssen sich das so vorstellen, diese KI wurde, die Hyperplasten werden immer kalt abgetragen. Das heißt, da ist niemals eine Unterspritzung mit blauer Farbe zu sehen, aber die Adenome, die abgetragen werden, die sind meist etwas größer und werden unterspritzt. Und wenn die KI nun mit solchen Bildern gefüttert wird, dann lernt sie, dass die blaue Farbe mit einem Adenom vergesellschaftet ist und liegt dann dementsprechend falsch in diesem Bild. Hier eine andere Arbeit aus 2020, die ich auch sehr wichtig halte, was die Charakterisierung angeht. Der Polyp wird hier als adenomatös richtig erkannt, dieser kleine blaue Fleck hier unten rechts im Bild. Wenn ich aber den Polypen abtrage, dann ist da eine Wunde zu sehen und mit solchen Wunden wurde die KI nicht gefüttert und die interpretiert sie als neoplastisch. Das heißt jetzt nicht, dass die Ränder neoplastisch sind, weil der Polyp wurde im Kompletten entfernt, sondern einfach nur, dass die KI mit diesen Bildern nichts anfangen kann und dann eine falsche Interpretation ausführt. Genauso bei diesem Ulkus hier, da sagt sie auch, dass das adenomatöse Ränder sind, was natürlich nicht der Fall ist. Also was wir brauchen ist eine Packungsbeilage, wo drin steht, mit welchen Daten wurde diese KI trainiert, was sind die Grenzen dieser künstlichen Intelligenz. Nun kann KI zur Qualitätssicherung was dazu beitragen. Ich denke, das wäre wahrscheinlich sinnvoll für Anfänger, zum Beispiel zur Interpretation des Bildes, die Boston Ball Preparation Scale quasi live interpretieren. Sie sehen hier, feste Stuhlbestandteile nehmen in diesem Kolon zu und dementsprechend verändert sich hier unten das Chart. Oder Rückzugsgeschwindigkeit ist auch ein Thema. Das heißt, da spiegelt jetzt jemand vor, die KI sagt hier, dass das Zirkum noch nicht erreicht wurde und dann wird das Zirkum erreicht. Man sieht die Bauchhinklappe, man sieht den Appendixabgang und schon steht, dass Zirkum erreicht wurde und die Rückzugszeit beginnt. Und dann gibt es auch noch einen Tacho, wie schnell man zurückzieht. Ich glaube, das wäre vielleicht wirklich ganz interessant für Anfänger, dass sie nicht zu schnell zurückziehen. Hier die letzte KI-Studie, die ich zeigen möchte, das ist eine, die anatomische Regionen im Magen erkennt. Das heißt, während man durch den Magen spiegelt, werden diese Regionen dann unten in einem Piktogramm aufgezeichnet, so dass am Ende dann man daran erinnert wird, dass man zum Beispiel den Fundus nicht richtig dargestellt hat. Und ein netter Nebeneffekt ist, dass man sehr schöne Bilder für seinen Bericht am Ende bekommt. Das Ganze wurde an 6 Anfängern jetzt ausprobiert. Das ist in einer Studie in Frontiers in Medicine publiziert, aber es gibt es noch nicht als Vollpublikation. Diese 6 Anfänger haben entweder Gastroskopien mit oder ohne KI gelernt und in einem Examination Grading Score sieht man, dass diejenigen, die mit KI gelernt haben, etwas besser abschneiden, was diesen Score angeht, wobei dieser Score hauptsächlich aus anatomischen Regionen besteht. Also die haben dann mehr Regionen besser erkannt. Zusammenfassend kann ich sagen, dass es gibt sehr viele E-Learning-Angebote da draußen und die sind wirklich toll und sinnvoll. Das Problem ist, dass wir noch sie nicht in einem sinnvollen klinischen Curriculum eingebunden haben. Also ich glaube, da bedarf es mehr Arbeit. Es gibt Simulatoren auch, die sind noch sehr teuer. Vielleicht kann hier Virtual Reality eine mögliche Alternative sein. Ich hatte ja schon erwähnt, entweder 500 Euro für so eine Virtual Reality Brille oder über 100.000 Euro für so einen Simulator ausgeben. Künstliche Intelligenz wird derzeit intensiv in der Ausbildung oder wird generell intensiv erforscht und jetzt auch in der Ausbildung erforscht. Da ist das letzte Wort bezüglich Nutzen und Schaden noch nicht gesprochen. Da bin ich sehr gespannt auf die zukünftigen Studien. Und vergessen Sie nie, wir verstehen nicht, wie so eine KI lernt und was sie als Grundlage für das, was sie gelernt hat, nimmt. Zum Beispiel kann sie sehr schwer unterscheiden zwischen Muffins oder Chihuahuas.
Das ist halt tatsächlich der Fall. Ich möchte mich vielmals bedanken bei meinem Chef, dem Alexander Meining, dass er mir ermöglicht hat, diese ganze KI-Sachen voranzutreiben in der Abteilung, und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hahn, für die wirklich gute Zusammenfassung und auch Darstellung, was heute Lernen angeht. Für mich war faszinierend zu sehen, dass sich das Grundkonzept des endoskopischen Lernens verändert hat. Und es ist für mich ein absoluter Vorteil, glaube ich, auch für die heutige Generation, dass Konzepte vermittelt werden und dass es nicht mehr nur um mechanische Vermittlung von irgendwelchen Fähigkeiten, praktischen Fähigkeiten geht, sondern dass dahinter auch Konzepte sind. Und das haben Sie sehr schön gesagt. Und ich glaube, dass das E-Learning dafür prädestiniert ist, weil dadurch auch gleichzeitig dann Erfolg abrufbar ist für die einzelnen Teilnehmer. Trotzdem, und das haben Sie sehr schön gezeigt mit der künstlichen Intelligenz, irgendwie müssen die Leute trotzdem lernen zu endoskopieren. Und das hat sich, glaube ich, noch nicht geändert. Oder sehen Sie da Verbesserungen, wie man schneller zu bestimmten Fähigkeiten kommt? Können wir unsere ganzen Modelle, wie zum Beispiel die Tiermodelle oder auch die mechanischen Modelle, können wir die abschreiben oder sollen wir die doch nicht trotzdem noch verwenden? Also vielen Dank für die Frage. Zuerst einmal glaube ich, dass diese neuen digitalen Medien nur ergänzend sein können. Das heißt also, es sollte alles bleiben, wie es ist. Das Mentorenmodell sollte bleiben. Es sollte ein erfahrener Untersucher neben einem Anfänger stehen, der ihm das Ganze beibringt. Aber zusätzlich sollten diese digitalen Medien genutzt werden, um einfach diesen theoretischen Hintergrund besser zu verstehen oder auch seltene Erkrankungen schneller zu sehen und zu erfassen. Und mehr Simulator macht bestimmt auf jeden Fall auch Sinn. Es gibt Studien zu Simulator alleine versus Simulator mit so einem Mentor an der Seite. Und da kam das Gleiche raus wie mit dem strukturierten Curriculum. Diejenigen, die einen Mentor an der Seite haben, die profitieren viel mehr davon. Das heißt, unterm Strich heißt es, mehr investieren in die Ausbildung, ein Mentor am Simulator und ein Mentor auch am Patienten. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Thomas, hast du noch Fragen dazu oder sollen wir gleich aufgrund der fortgeschrittenen Zeit doch dann weiter übergehen? Ich glaube ja. Ich sagen wir mal, was vielleicht auch eine Zukunftsvision ist, aber kann man noch nicht sagen, ist die Box nach Hause und dann die ersten Schritte zu Hause trainieren. Aber alles, was wir machen, ist eigentlich eine Abkürzung des Trainings und nicht ein Ersatz. Ja. Also vielen Dank nochmal für diesen wunderbaren Vortrag und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön. Dann gehen wir weiter zum nächsten Vortrag, und der kommt aus Zürich. Letztlich geht es wahrscheinlich auch um Polypen oder mögliche andere Läsionen zum Abtragen. Auf jeden Fall, der Vortrag heißt Neuer Strom und neue Instrumente. Ich darf ganz herzlich aus Zürich Stefan Seewald begrüßen. Herzlich willkommen hier zu deinem Vortrag. Und wir sind sehr gespannt, ob es wirklich was Neues gibt oder ob es nicht doch die Sachen sind, die wir schon kennen. Aber möglicherweise gibt es auch neue Vorgehensweisen, dass man nicht nur einen Strom für alles nimmt, sondern dass wir lernen müssen, wirklich zu differenzieren und uns auch mit den physikalischen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Bitte, Stefan. Ja, vielen Dank, liebe Brigitte, lieber Thomas, für die Einladung. Liebe Kollegen, neuer Strom und neue Instrumente. Ich möchte jetzt in den nächsten 20 bis 30 Minuten mit Ihnen einige Neuentwicklungen diskutieren und diese Ihnen vorstellen. Es ist ja so, dass das Verständnis von Strom und dessen Wirkungsweise für eine erfolgreiche Endotherapie sehr entscheidend ist. Und letztlich dieses gesamte Stromthema ist ja zu uns gekommen mit der Einführung der ESD. Und deswegen habe ich jetzt meinen Vortrag wie folgt gegliedert. Zunächst möchte ich mit Ihnen einige neuere, aktuelle Aspekte der jetzigen Stromanwendung diskutieren.
Dann möchte ich zu einem wirklichen neuen Highlight kommen, der bipolaren Koagulationszange der Firma Pentax, Firma, die auch diese Veranstaltung unterstützt, die Hemostat Y. Und dann zum Ende der Präsentation komme ich zu einer weiteren Neuentwicklung, dem sogenannten Speedboat Device, ein neues ESD-Messer mit einem neuen Hochfrequenzgenerator, also sowohl neuer Strom als auch ein neues Instrument. Und dieses Prinzip möchte ich Ihnen vorstellen. Kommen wir zunächst erstmal zu den aktuellen Aspekten der jetzigen Stromanwendung. Wir unterscheiden ja die zwei wichtigsten Stromarten, einmal den Schneidestrom und einmal den Koagulationsstrom. Und wenn wir jetzt den Schneidestrom betrachten, dann ist das ein kontinuierlicher alternierender Strom mit einer hohen Stromdichte. Wir haben eine Voltzahl von ca. 200 Volt. Diese ist erforderlich zum Schneiden. Und das Typische für den Schneidestrom ist, dass wir einen schnellen Anstieg der Gewebetemperatur haben. Das intrazelluläre Wasser beginnt zu kochen und letztlich explodieren die Zellen und das macht letztlich den Schneideeffekt des Schneidestroms aus. Im Unterschied dazu der Koagulationsstrom. Beim Koagulationsstrom haben wir intermittierende Bursts von alternierendem Strom mit sehr hoher Spannung. Die Spannung liegt hier im Vergleich zum Schneidestrom um 1000 Volt. Und das Charakteristische ist, dass wir einen langsamen Anstieg der Gewebetemperatur haben. Wir haben eine Dehydratation, eine Denaturierung, aber die Zellen werden nicht zerstört. Und das ist das Typische für den Koagulationseffekt. Nun ist es so, auch der Koagulationsstrom hat einen partiellen Schneideeffekt. Und dieser Effekt ist abhängig von Spannung und Stromzyklus und dessen Unterbrechung. Das ist also erstmal das Wichtigste bezüglich des Stromes. Ein weiterer Faktor der Wirkung des Stromes sind Gewebeeffekte und Faktoren, die diese Stromwirkung im Gewebe beeinflussen. Und das haben wir schon alle selbst miterlebt. Wenn wir ein Adenom im Bereich der Iliozykalklappe haben, wo sehr viel Fett ist, dann muss ich viel, viel mehr brennen, weil dort, wo Fett und dort, wo Fibrose ist, da brauche ich letztlich mehr Schneidestrom. Der Koagulationseffekt ist höher. Oder ein wichtiger Punkt, die Stromdichte ist proportional zum Schneideeffekt. Wenn ich also mehr schneiden will, muss ich die Stromdichte erhöhen. Es gibt aber noch andere Punkte, insbesondere jetzt bei der ESD, die von entscheidender Wichtigkeit sind, und zwar die Kontaktoberfläche des Messers, welches ich benutze. Das ist hier mal eine ganz gute Übersicht. Es gibt ja unterschiedliche ESD-Messer. Und wenn wir ein ESD-Messer haben, wo das Messer die Schneidefläche auf einen ganz engen Durchmesser konzentriert ist, da habe ich einen sehr hohen Schneideeffekt. Es ist also so, dass die Kontaktfläche des Messers, je geringer die Kontaktfläche ist, desto höher ist der Schneideeffekt und desto geringer ist der Koagulationseffekt. Je größer die Kontaktfläche ist, desto niedriger ist der Schneideeffekt und desto höher ist der Koagulationseffekt. Und das ist zum Beispiel sehr interessant beim Hookmesser. Wenn ich dieses Messer benutze und ich schneide bloß mit diesem L-Teil hier in diesem Bereich, dann habe ich einen höheren Schneideeffekt. Wenn ich aber das Gewebe sozusagen hier in diese L-Form hineinnehme und ich benutze den gleichen Strom, dann habe ich einen höheren Koagulationseffekt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, wie viel Gewebe ich greife. Die Gewebemenge spielt eine Rolle und das kann man hier einmal sehen für einen gestielten Polypen. Das gleiche gilt, wie viel Gewebe ich bei der ESD in mein Messer greife. Wenn ich den Polypen hier in diesem Bereich abtrage, dann habe ich eine höhere Stromdichte und mehr Schneideeffekt. Trage ich ihn hier ab, wo der Polypenstiel dicker ist, da habe ich eine niedrigere Stromdichte. Ich habe mehr Koagulation und auch mehr Hitzeentwicklung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kontakt- oder die Applikationszeit des Messers oder des Devices, was ich verwende. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt über die Wirkung des Stromes im Gewebe, nämlich die Geschwindigkeit der Bewegung eines Messers. Das bedeutet, wenn ich mein ESD-Messer schnell bewege, dann habe ich mehr Gewebe im Messer, eine geringere Stromdichte, weniger Schneideeffekt und habe mehr thermische Gewebeschädigung. Wenn ich aber das Messer langsam bewege,
und kontrollierte Bewegung durchführe, dann habe ich eine sehr effektive On-Time-Stromapplikation. Ich glaube, man kann das vergleichen mit dem hektischen Europäer, der die ESD durchführt, im Vergleich zum tiefen, entspannten Japaner. Wenn wir unsere japanischen Meister beobachten, dann fällt uns immer auf, wie exakt die Bewegungen des Messers und des Schneidens bei diesen Kollegen durchgeführt werden. Und ich glaube, hier liegt das individuelle Geheimnis der ESD, insbesondere der effektiven Stromanwendung. Wir sollen uns nicht schnell bewegen, nur langsamer. Keine Bewegung würde bedeuten, dass wir einen reinen Karbonisierungseffekt haben. Und was auch wichtig ist, wenn ich das Gewebe greife mit dem Messer, es ist auch wichtig, wie der Strom wirken soll, wie viel Spannung ich mit diesem Manöver auf das Gewebe ausübe. Das sind jetzt die unterschiedlichen Stromarten, die wir zurzeit benutzen. Ich möchte jetzt das nicht alles durchgehen. Ich stelle jetzt nur die Frage, können wir eventuell durch eine effektivere Anwendung dieser uns zur Verfügung stehenden Stromarten eine Reduktion der Interventionszeit erreichen? Und da sind zwei Punkte, die ich in diesem Moment kurz erwähnen möchte. Wenn wir eine Myotomie durchführen, ist es ja eigentlich so üblich, dass wir die Myotomie mit der Spray-Koagulation durchführen. Wir können aber Folgendes machen, und das machen wir seit einiger Zeit so. Wir benutzen zunächst für die Myotomie und auch um den Muskel zu identifizieren die Spray-Koagulation. Wenn wir dann aber die Myotomie durchführen, nehmen wir einen kurzen Burst von Spray-Koagulation und dann wechseln wir auf Endocut, auf Schneidestrom. Und das hat den Vorteil, dass wir einfach viel schneller vorankommen. Wir haben weniger Karbonisierungseffekt. Hier sehen Sie das nochmal. Also zunächst gehen wir jetzt zwischen diese Muskelschichten. Wir greifen den Muskel, wieder zunächst Spray Coagulation und dann der nächste Burst ist dann Endocut. Und der nächste Vorteil ist, dass neben dem geringeren Karbonisierungseffekt wir auch immer ein sauberes Messer haben und wir sparen eben viel Zeit. Das ist also eine Möglichkeit des Einsetzens des Stromes mit dem Ziel, die Interventionszeit zu reduzieren. Ein weiteres Problem bei der ESD, insbesondere wenn ich an das Rektum denke, ist ja so, dass wir sehr viele Gefäße haben und unheimlich viel Zeit mit der Hämostase verlieren. Wir wechseln oft oder haben oft gewechselt zur Koagulationszange. Und da gibt es jetzt ein neueres Prinzip, das Prinzip der präventiven Hämostase, dass ich eben größere Gefäße von vornherein präventiv mit einer niedrigen Forced Coagulation behandle. Und hier sehen Sie jetzt mal die Hand des Meisters. Das ist ein Video, das wir aufgenommen haben, als Professor Yahagi uns mal besucht hat. Er hat uns dieses Prinzip erklärt. Er präpariert also die Gefäße erstmal frei hier mit Swift Coagulation. Und Sie sehen gleich die ruhige Hand der Messerbewegung. Er präpariert hier ganz vorsichtig das Gewebe um das Gefäß frei. Und jetzt greift er mit dem Messer sowohl einmal von rechts und dann auch von links das Gefäß und nimmt die niedrige Forced Coagulation und koaguliert letztlich das Gefäß, so wie jetzt. Und Sie sehen, wie vorsichtig er das Messer oberhalb der Muskelschicht ansetzt, jetzt Forced Coagulation 0,3, einmal von rechts und jetzt ganz vorsichtig von links. Das Gefäß ist dann koaguliert. Und dann geht er wieder zurück auf die Swift Coagulation und desiziiert und so läuft letztlich eine präventive, effektive Hämostase, bevor das Gefäß geblutet hat. Und mit diesem Prinzip kann man sehr viel Zeit sparen, insbesondere weil wir die Koagulationszange in solchen Situationen gar nicht mehr unbedingt benutzen. Ein weiteres Beispiel jetzt dann von uns. Und Sie sehen gleich den Unterschied, die hektischen Bewegungen des Messers. Auch hier zunächst Freipräparieren der Umgebung. Und dann Umstellung auf Forced Coagulation. Das Gefäß wird gegriffen und effektiv koaguliert.
Lassen Sie mich jetzt zu einer Neuentwicklung kommen, der bipolaren Koagulationszange. Diese Zange ist eigentlich schon über viele, viele Jahre im Gespräch. Es gibt erste Arbeiten aus dem Jahr 2008, 2010. Und wir sind froh, dass diese Zange nun endlich auf dem Markt ist. Das ist die Hemostat Y von Pentax. Diese Zange ist ja von Professor Yahagi entwickelt worden. Und ich möchte jetzt kurz auf dieses Prinzip dieser bipolaren Koagulationszange eingehen. Der Unterschied ist ja, wenn wir bipolaren Strom verwenden, dass wir keine Neutralelektrone benötigen. Der Strom läuft nicht durch den Körper des Patienten, sondern er läuft letztlich zwischen den beiden Branchen der Koagulationszange. Das ist eigentlich seit vielen Jahren bekannt. Das ist jetzt diese neue bipolare Koagulationszange. Und was ist jetzt der Unterschied? Wenn wir eine monopolare Koagulationszange verwenden, dann greifen wir ja das Gefäß. Wir schauen zunächst, ob wir das Gefäß gefasst haben. Und dann ziehen wir das Gefäß von der Wand weg und koagulieren kurz, wenn wir den Vario 300D verwenden, so circa mit 50 bis 100 Watt. Bei der bipolaren Koagulationszange ist es so, dass das Gefäß gegriffen wird, aber wir müssen nicht das die bipolare Koagulationszange zurückziehen, sondern wir drücken sie eher ins Gewebe, weil die Strommengen, die Wattzahl, die verwendet wird, ist viel geringer und der Strom fließt letztlich nicht durch den Patienten, sondern nur zwischen den beiden Branchen der Koagulationszange. Das ist jetzt hier mal ein Experiment, was gemacht worden ist. Wie lange kann man brennen? Hier sind die unterschiedlichen Watt-Einstellungen, die unterschiedlichen Zeiten, 2, 4, 6 und 8 Sekunden. Normalerweise befinden wir uns hier in diesem Bereich und erst wenn wir 8 Sekunden brennen, bei 50 Watt kommt es dann zur ersten Muskelverletzung. Wir können also mit dieser Zange länger koagulieren als mit der normalen monopolaren Koagulationszange. Jetzt ist die Frage, wie muss man diese Zange positionieren? Und das ist auch eine Neuheit. Es ist eigentlich egal, ob ich diese Zange jetzt horizontal oder vertikal zum Gefäß positioniere. Es reicht eigentlich eine Kontaktkoagulation mit geöffneter Koagulationszange. Und wir hatten die Möglichkeit, auf unserem EndoSwiss-Meeting im Juni diese Zange zunächst erstmal einzusetzen. Und da möchte ich Ihnen mal das erste Video zeigen, neben einigen anderen Videos, die dann auch noch kommen werden. We would like to show you another novelty. This is the new bipolar coagulation forceps from Pentax Company. Bipolar coagulation has a different concept. The current doesn't go through the patient, but only between the two cups of the coagulation forceps. Doors open, please. And we would like to demonstrate this now to you. So the vessel is there. And close a little bit, yes, and now open a little bit, close, yeah, yes, and now we push the forceps into the tissue. There's no risk of deeper tissue damage because, as I mentioned, the current flows between the two cups, and sometimes you can close, but you don't need to close. We can coagulate now. And you see nicely, I didn't close the coag grasper, it was open, the vessel is nicely coagulated. Hier jetzt ein weiteres Beispiel nach einer Abtragung im Rektum. Sie sehen hier diese großen Gefäße auf der Resektionsbasis. Nach Einführen blutet es jetzt. Und jetzt ist der Unterschied, wir brauchen jetzt nicht unbedingt nach der Rupturstelle des Gefäßes zu suchen. Wir setzen einfach die Zange an, drücken Sie ins Gewebe und koagulieren. Das ist ein anderes Vorgehen, aber wie Sie hier sehen, sehr effektiv. Einfach offene Zange ins Gewebe drücken und dann koagulieren. Hier nochmal am proximalen Rand der Resektionsstelle, da sind auch einige Gefäße, auch dasselbe, in das Gewebe drücken und koagulieren. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen,
weil das Konzept eben komplett unterschiedlich zur monopolaren Korrelationszange ist. Hier nochmal ein Beispiel, das Ihnen zeigen soll, wenn die Korrelationszange geschlossen ist, fließt kein Strom. Wir haben ja bei der monopolaren Korrelationszange, berühren wir ja manchmal und geben Strom, um zu korrelieren. Das geht hier nicht, wie Sie sehen, wenn die Zange zu ist und die Strom gebe, fließt also kein Strom zwischen den Branchen. Nur wenn die Zange offen ist und wenn sie ganz gering geöffnet ist, auch wie hier, können wir korrelieren. Sie sehen das hier gleich. Da, die Zange ist etwas geöffnet und sobald sie etwas geöffnet ist, fließt also Strom zwischen diesen beiden Branchen. Was wäre noch wichtig zu nennen bezüglich der technischen Details? Also die Zange ist ausgerichtet für einen Arbeitskanal von 2,8 Millimetern. Es gibt zwei unterschiedliche Längen, einmal für das Kolon, einmal für Gastro. Und die maximale Öffnung beträgt 4 mm. Die Handhabung ist sehr einfach. Letztlich muss die Zange nur benutzt werden auf und zu. Eine Rotation ist nicht möglich mit der Zange. Sie ist auch nicht erforderlich aus den eben genannten Gründen. Ich koaguliere also mit geöffneter Zange. Ich komprimiere das Gewebe und ich brauche den Blutungspunkt der Blutung nicht unbedingt zu identifizieren. Wie sieht jetzt die Datenlage aus? Da ist leider nicht so viel zu finden. Diese letzte Arbeit ist ja aus dem Jahr 2010. Keine prospektive randomisierte Studie. Hämostaserate über 92%, das sind ja so bekannte Arbeiten. Es ist auch, glaube ich, schwer, da eine Studie aufzulegen. Was man aber, glaube ich, doch sagen kann, mit dieser Hämostat-Y-Pentax-Zange haben wir eine Verringerung des Risikos einer potenziellen korrelationsbedingten Spätperforation oder eben Perforation. Und ich glaube, insbesondere im Ösophagus, Duodenum und Kolon handelt es sich um ein sehr sicheres Device für eine Korrelation von blutenden Gefäßen. Lassen Sie mich jetzt als dritten Punkt zu einer Neuentwicklung kommen, dem sogenannten Speedboat-Device. Hier handelt es sich um einen neuartigen Hochfrequenzgenerator und mit einem neuen bipolaren ESD-Messer. Sie sehen hier dieses neue Device. Zurzeit ist es wohl in Deutschland und in der Schweiz noch nicht verfügbar. Das System wird aber bereits in England und in Spanien angewendet und die Besonderheit ist hier wie folgt. Es handelt sich einmal um einen neuen Hochfrequenzgenerator, der Mikrowellen für die Koagulation produziert. Also die Koagulation erfolgt auf der Basis eines elektromagnetischen Feldes und für das Schneiden verwendet dieser Generator bipolaren Radiofrequenzstrom. Und neben diesem neuen Stromgenerator gibt es also hier ein neues ESD-Messer, das sogenannte Speedboat-Device. Und das hat einige Besonderheiten. Sie sehen das jetzt mal hier. Das ist letztlich ein All-in-One-Device. Wir haben sowohl ein Messer als auch eine Injektionsnadel sowie Koagulationsmöglichkeiten, alles in einem Messer. Und das Messer ist wie folgt aufgebaut. Sie sehen hier die Oberfläche des Messers, die ist etwas gelblich. Und an den Seiten befinden sich hier die bipolaren Elektroden. Hier fließt der Strom und das Messer schneidet letztlich an den Seiten. An der Spitze des Messers haben wir das Areal für die Mikrowellenkoagulation. Und dann hat das Messer so einen Unterbau, da kommt also die Nadel raus und dann hier dieser Bereich gilt sozusagen als protektiver Schutz. Ich kann also das Messer hier auf die Muskelschicht auflegen und letztlich die Schneidefunktion ist an den Seiten. Und wenn wir nochmal jetzt bezüglich des neuen Stroms schauen, wo siedelt sich dieser Generator an? Wir haben also, das sind hier die herkömmlichen Hochfrequenzstromapplikatoren. Hier ist es so, dass wir bipolare Energie verwenden mit einer niedrigeren Voltzahl um die 200 und die Mikrowellenkorrelation auf der Basis des elektromagnetischen Feldes, die benötigt nur einen Strom von ca. 20 Volt. Das ist also der Unterschied. Es handelt sich hier also wirklich um neuartigen Strom. Und der Unterschied dieser Mikrowellenkorrelation ist, dass das
Gewebe letztlich langsamer erwärmt wird und gleichmäßiger. Und wir haben einen Koagulationseffekt ja generell bereits bei 90 Grad. Wogegen bei der monopolaren Koagulation werden Temperaturen über 200 Grad erreicht. Da haben wir natürlich dann neben der Koagulation die bekannte Karbonisation und Vaporisation von Gewebe. Das ist also der Unterschied. Es gibt natürlich dazu noch keine Studien. Und die Praxis wird zeigen, wie effektiv diese Mikrowellenkoagulation ist. Das ist jetzt hier ein Firmenvideo. So sieht dieses Device aus. Und Sie sehen hier nochmal diese Schneidefläche an der Seite. Und im nächsten Video sehen Sie hier, wie die Injektionszange an der Seite herauskommt. Das Besondere ist, dass das eine ganz andere Art ist, die ESD durchzuführen. Wir sind ja bisher darauf trainiert, das Messer zu bewegen. Das Messer bewegt in diesem Falle letztlich nur die Assistenz. Sie dreht das Messer und der Endoskopiker kann eigentlich die Position nur durch Drehen am Endoskop verändern. Dieses Messer ist im Jahre 2017 bis 2019 erstmals in Indien eingesetzt worden. Und ich danke hier Professor Amit Maldeo aus Mumbai für dieses Video. Er hat hier eine der ersten Untersuchungen durchgeführt am Menschen, eine Probenintervention mit diesem neuen Messer. Und Sie sehen auf diesem Video eigentlich recht eindrucksvoll die Funktionsweise des Messers. Hier wird also durch die Assistenz das Messer senkrecht gedreht. Wir injizieren und jetzt schneidet man sozusagen an den Seiten des Messers. Das ist jetzt also die mukosale Inzision. Und jetzt werden Sie gleich sehen, wie man gut eigentlich in den submukosalen Raum vorgedrungen ist. Und jetzt dreht die Assistenz, dreht das Messer in die horizontale Position. Wird jetzt nochmal unterspritzt. Da sind wir im submukosalen Raum. Und jetzt, wie ich erwähnte, wird also das Messer horizontal zur Muskelschicht positioniert. Und jetzt sehen Sie, so läuft also die Mikrokoagulation an der Spitze von den Gefäßen. Jetzt wird das Messer also so positioniert, dass der untere Bereich auf der Muskelfläche aufliegt, diese schützt und Sie sehen, die Schneidefläche des Messers ist an den Seiten. So bewegt man sich jetzt hier im submukosalen Raum und präpariert letztlich frei. Der Nachteil des bisherigen Devices ist, dass es nur für ein therapeutisches Endoskop verwendbar ist. Der Durchmesser ist 3,2 mm, aber die Firma ist jetzt kurz vor der Freigabe eines Messers auch für ein diagnostisches Gerät. Ich glaube, wenn das dann möglich ist, dann hat dieses Device wirklich Potenzial. Es ist eine neue Art hier, ESD und POEM durchzuführen. Sie sehen hier sehr schön, wie wir an den Seiten schneiden und letztlich der Endoskopiker bewegt nur das Endoskop und nicht das Messer. Gut, das sind jetzt hier die ersten Arbeiten, erste Fallbeispiele, zwei Patienten, POEM-Intervention, aber auch Professor Nageshwar Reddy in Hyderabad hat dieses Messer ausprobiert. Ich denke mal, da sind mehr Daten letztlich erforderlich. In meinen Augen besteht da ein großes Potenzial für ESD, insbesondere für die Tunneltechnik. Wie gesagt, ist ein Device für ein diagnostisches Endoskop nötig. Die Fallserien bleiben abzuwarten und im Moment laufen da Studien bei dem Erfinder, Professor Ciamolos in London. Und auch in Spanien ist das Messer sehr populär. Da laufen auch Studien bezüglich ESD im Kolon mit Dr. Arbizu in Spanien. Ja, meine Damen und Herren, das war jetzt ein kurzer Überblick. Ich hoffe, es waren einige Neuigkeiten für Sie dabei. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Ja, Stefan, herzlichen Dank für diesen wirklich anspruchsvollen Vortrag. Das Thema ist ja erstmal, macht ja keiner so wirklich gerne. Und du hast das
hast es wirklich klasse dargestellt, so dass es für jeden verständlich ist und insbesondere auch die unterschiedlichen Formen oder die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Meine Frage jetzt an dich ist, zwei kleine Fragen, weil wir wenig Zeit haben. Diese bipolare Zange, die Koagulationszange, hast du die schon mal ausprobiert im Duodenum? Denn da würde mich das sehr interessieren, weil wir da ja nach Abtragung von Papillenadenom häufig da doch die Blutungen haben. Und die Frage mit den Perforationen, die Koagulation sah für mich jetzt nicht so aus, als wenn die nicht doch in die Tiefe ging an deinen Videos. Da die zweite Frage, kann man die Koagulation in irgendeiner Weise beeinflussen durch Einstellung des Gerätes? So, das sind sehr gute Fragen, aber teilweise noch offene Fragen. Der Punkt ist einfach so, dass ich nach dieser Arbeit von Professor Yahagi eigentlich über 8 Sekunden koagulieren könnte und keine Schädigung des Muskelgewebes habe. Aber ich muss dir ehrlich sagen, das traue ich mich im Moment noch nicht. Es ist einfach so, ich glaube, wenn ich im Duodenum jetzt koagulieren würde, dann würde ich diese bipolare Zange nehmen, denn meine Strategie im Moment ist immer eigentlich, dass ich die Koagulation eigentlich strengstens bei der primären Abtragung vermeide und erst benutze, wenn es dann nachblutet. Aber ich glaube, die Zange scheint sicherer zu sein, aber wir müssen einfach Erfahrung sammeln und sind da auch Studien erforderlich. Aber ich glaube, die Zange scheint mir sicherer zu sein, um solche Perforationen gerade im Duodenum zu verhindern. Okay. Gut, Stefan, vielen Dank für deine Antwort. Wir würden dich jetzt gerne weiter einspannen, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, denn wir würden jetzt in die Videosession gehen und du mit deiner Erfahrung könntest vielleicht wertvolle Hinweise geben oder auch mitdiskutieren. Wir würden jetzt in die Endoskopie des UKE gehen und dann gebe ich ab zu Thomas Rösch, der vielleicht jetzt erstmal weiter anmoderiert. Ja, vielen herzlichen Dank, Brigitte. Und ist mir eine große Freude, dass wir Ihnen jetzt zwei Live-Fälle zeigen können. Und ich beginne gleich mal mit einer ganz herzlichen Begrüßung unseres Gastes, Herr Gerges aus Düsseldorf. Ja, keine ganz unbekannte Klinik, hier auch schon oft dabei. Hallo. Und im anderen Raum dann später Philipp Dautl aus unserer Klinik. Es sieht so aus, Herr Gerges, Sie beginnen, das, was ich so weiß, sind es 2 Patienten mit Kolonadenomen. Wie sieht's aus? Ja, vielen Dank. Genau, also ich bin hier, wir haben schon mal vorgespiegelt, das ist ein Patient, der von auswärtig zugewiesen wurde mit 2 Adenomen, einen im Zirkum. Da hat der Zuweiser auch schon gesagt, dass der Polyp ein bisschen versteckt sein soll und Patient, wie man hier sieht, war auch nicht perfekt vorbereitet. Wir haben schon viel sauber gemacht und ein 2. Polyp im Rektum und wir fangen jetzt mal hier vielleicht im Zirkum einmal an. Ich möchte noch mal kurz das Team vielleicht vorstellen. Also die Anästhesie übernimmt die Katharina und assistiert werde ich hier von der Birgit und vom Nils. Und ich finde, was man hier wirklich dem Zuweiser auch wirklich zugute halten muss, er hat das super erkannt. Also wenn man jetzt hier normal, man hat das Gefühl, man sieht eigentlich das ganze Zirkum ziemlich gut. Da hinten ist die Klappe und man kann jetzt so auf den ersten Blick eigentlich keinen Polypen sehen. Aber wenn man eben was man immer machen soll, dann genau hinter die Klappe versucht zu gucken, dann stellt man dann im vorsichtigen Zurückspiegeln fest, dass sich doch ein Adenom darstellt. Ich hoffe, es kommt jetzt auch. Also es, nee, das war davor. Moment. Ja, das Zirkum hat es in sich, ne? Also ja, es war nicht so einfach. Der Zuweiser hat auch gesagt, dass er Schwierigkeiten hat, zu hoch zu spiegeln. Man flutscht halt auch ganz schnell dann zurück. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, wo der Polyp, gerade hatten wir ihn eigentlich ganz gut gezeigt. Aber man merkt schon, da. Ah, da ist er. Hey, da hey, sieht man es, ne? Also hat er wirklich super gesehen, muss man sagen, also direkt hinter dieser tiefen Falte. Wir spiegeln hier mit dem Retroview-Endoskop der Firma Pentax und das hat eine wirklich
maximale Angulierung, die eigentlich auch in jedem Bereich des Kolons eine Inversion erlaubt. Ich kann das hier mal zeigen. Wir haben das auch benutzt, um zu versuchen, den Polypen darzustellen. Und man kann wirklich hier toll sehen, wie ich im Prinzip hier im Zirkum maximal in Inversion gehen kann und quasi auch hinter die Falten gucken kann. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr eindrücklich und kann man wirklich sehr genau sich das gesamte Aszendenz angucken und hinter diese tiefen Falten, die ja manchmal wirklich so wie Blackboxen sind, auch gucken und sicher sein, dass man da jetzt nichts verpasst. Die Abtragung würden wir jetzt nicht in Inversion machen, aber ich finde, das ist nochmal so ein Fall, der wirklich ganz toll zeigt, wie wichtig es auch ist, wirklich genau hinter die Klappe zu gucken und sich genau alles anzugucken beim Rückzug und sich die Zeit zu nehmen, damit man eben solche Läsionen auch nicht verpasst. Und was wir jetzt machen würden, ist im Prinzip diesen Polypen zu unterspritzen und dann mit der Schlinge abzutragen. Ist ja klein. Ja, aber das ist keiner, den man übersehen will und dann mal 5 oder 10 Jahre drin lassen. Ne? Mhm. Genau. So, ich würde das jetzt einmal unterspritzen. Also ich habe, weil ich wusste, dass wir hier abtragen, auch eine Kappe drauf gemacht. Ich finde, gerade wenn man jetzt weiß, man muss im Zirkum abtragen, dann hilft die Kappe ein bisschen, um jetzt einmal spritzen, um eben die Falten so ein bisschen runter zu halten. Stopp. Und der geht auf den Schoß. Ja. Was ist das für eine Lösung? Ist das einfach Kochsalz? Nein. Oder? Kochsalz mit Methylenblau. Ach doch. Und mal hier Injektion. Stopp. Okay. Ja. Jetzt die 15er Schlinge. Das Glasige kommt dann von dem Schleim von den Polypen, ne? Ja, genau. Genau. Also ich nehme immer gerne Blau dazu. Also manche machen das ja ohne Blau, aber ich finde, da kann man die Resektionsgrenzen dann schon ein bisschen besser auch sehen. Wir nehmen jetzt hier Herr Gerges, ich begrüße Sie. Ich will Sie nur ungern stören, aber was würden Sie denn sagen? Haben Sie das Gefühl, das ist ein verdächtiger Polyp irgendwo? Was würden Sie erwarten jetzt von der Histo, so rein vom makroskopischen? Also ich glaube, dass das ein ganz klassisches tubuläres oder tubulovilöses Adenom mit Low-Grade-intraepithialer Neoplasie sein wird. Ja. Und ich habe jetzt keinen Anhalt dafür, dass das in irgendeiner Weise schon eine tiefere Infiltration oder ein Karzinom oder sowas ist. Genau. Jetzt einmal schließen. Ja. Und Sie nehmen jetzt eine ganz normale Schlinge, oder? Genau, ich habe jetzt hier die 15er Captivator-Schlinge von Boston Scientific. Ja. Das ist jetzt so die Standardschlinge, die ich immer benutze. Und da hat man gesehen, dass man im Prinzip die Läsion auch schön en bloc dann resizieren kann. Wir werden gleich nochmal eine andere Schlinge zeigen von Pentax. Aber jetzt hier für so eine Standard-EMR fand ich das jetzt okay. Mal gucken, hätte ob hier noch ein Stück übrig geblieben ist. Moment. Herr Gerges, das wäre doch, wenn ich so an den Endo-Club denke, letzte Woche, und an unsere Gäste aus Italien oder aus Spanien, aus Barcelona, die hätten das vielleicht unter Wasser abgetragen mit der kalten Schlinge. Machen Sie das? Ehrlich gesagt nicht. Also wir machen keine Unterwasserabtragung in unserer Abteilung. Machen Sie das? Nee. Mach mal rein. Also ja. Da gibt es ja ziemliche Aficionados, die das sehr propagieren und auch mit einer Studie nach der anderen untermauern. Aber irgendwie setzt sich es noch nicht so durch. Richtig, richtig. So denke ich das auch. Aber es war ziemlich beeindruckend, was die Kollegin aus Barcelona gezeigt hatte und auch aus ihren Erfahrungen. Offensichtlich geht es schnell und ist effektiv und blutet weniger. Das, was machen Sie denn jetzt mit der Blutung da? Jetzt will ich erstmal gucken. Ich glaube, hier ist noch ein Stück übrig geblieben. Sickerblutung. Sickerchenblutung. Sickerchen.
Nochmal genau. Ein bisschen auf die Schlinge. Bin mir nicht sicher, ob das hier noch was ist. Das ja. Oder nur einfach rumliegt. Ja. Genau. Ja. Jetzt mal zu. Ja. Nur muss ich mal loben. Okay. Ein bisschen. Man sieht, dass es wirklich hier so ein Floppy-Colon ist. Also ich flutsche im Prinzip ständig. Hier sieht man auch, dass vom Sigma drückt sich das hier ständig rüber. Und es ist, das ist hier Millimeterarbeit, damit man nicht ständig zurückflutscht. Jetzt geben wir mal ein bisschen Wasser und spülen das hier mal richtig ab. Und dann sieht man, glaube ich, aber ganz gut, dass die Läsion komplett entfernt ist. Sehr schön. Ja. Und weil die Katharina heute Dienst hat, würde ich das, glaube ich, auch klippen. Genau, dann da sparen Sie sich nämlich unsere nächste Frage, wo jeder immer sagt, ob man die Ränder koagulieren muss. Ja, bei der Piecemeal-Abtragung haben Sie recht, das könnte man jetzt machen. Das können wir jetzt eben noch machen. Also ich finde, prinzipiell sieht das jetzt so aus, als wenn das komplett entfernt wurde. Aber Sie haben recht, das können wir jetzt nochmal eben mit der Schlingenspitze die Ränder nochmal koagulieren. Dann vielleicht zumindest mal anfangen und dann können wir ja in den anderen Raum gucken. Ja. Weil die Frage kommt natürlich aufgrund der Studie aus Australien. Aus Sydney kommt die natürlich jedes Mal. Ja, genau. Ja, wir machen das auch standardmäßig. Und dann gibt es immer ein leichtes Aufstöhnen des Untersuchers und dann sagt er, na gut, dann mache ich es halt. Ja, man sieht halt, dass das hier wirklich ein bisschen floppy ist. Und man ständig die Position verliert. Wie im wirklichen Leben, Herr Gerges. Das ist ja, genau. Kleine Spitze. Genau. Ja, schön Spitze mal. Oh, die ist aber, ja, so reicht schon. Okay, ne? Ja, super. Oh. Vielleicht besser nicht. Bitte? Vielleicht besser nicht. Doch, doch, Brigitte. Ja. Nur naja. Also hier würde man sich vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie den Vortrag von Herrn Seewald gesehen haben. Stefan, was sagst du denn dazu? Ist Herr Seewald? Ja, hallo? Ja, Stefan, was sagst du denn dazu? Zu der Koagulation jetzt hier? Am Rand, würdest du das so machen? Ja, also ich muss sagen, ich koaguliere das auch am Rand, weil das ist ja immer so, wenn man den Polypen zugewiesen bekommt und dann trägt man den ab im spezialisierten Zentrum und dann kommt der Patient dann zur Kontrolle, zum Zuweiser zurück und das Restadenomgewebe ist nicht so eine gute Visitenkarte. Und deswegen, ich tendiere auch, die Ränder zu koagulieren. Aber man muss hier natürlich sagen, die Wand ist da sehr dünn. Hier in diesem Falle muss man das nicht unbedingt erzwingen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Abtragung gewesen und man sieht, erstmal hat man sehr schön gesehen, wie schwierig es ist, den Polypen zu übersehen und das ist hier eine sehr ungünstige Position und wir haben ja zwei Stücken abgetragen und ich glaube, das Restadenomgewebe da unten, wo er jetzt gerade koaguliert, ist, glaube ich, im zweiten Stück drin gewesen, aber jetzt haben wir es auch wissenschaftlich perfekt. Ich finde auch, Herr Gerges, das reicht jetzt. Das haben Sie sehr schön gemacht, bevor da noch ein Loch reinkommt. Irgendwie. Nein, da kommt kein Loch rein, also bitte. Aber danke, ich werde ganz unruhig. Die Frage an den Stefan wäre allenfalls, ob das was für die Zange wäre. Warte, gut, wieder draußen. Wenn man noch Geld ausgeben will. Ich glaube schon, nach den... Da ist ja noch einer, oder? Ja. Also da bin ich immer noch der Clip-Guy, sage ich jetzt mal so bisher. Die Zange ist natürlich auch nicht so billig, das müssen wir auch berücksichtigen. Wir können zwei Clips setzen, dann ist gut abgeklippt, aber die Zange müsste eigentlich nach den ganzen Theorien auch dort gut gehen und das Gefäß gut koagulieren. Einfach die Koagulationszange nehmen, aufsetzen und koagulieren bei geöffneter Zange. Wunderbar. Jetzt, glaube ich, müssen wir mal ein bisschen weiter. Sie verzeihen uns, Herr Gerges. Wenn Sie noch lang genug bleiben, tauchen noch fünf weitere Polypen auf. Ja, wir tragen den jetzt auch noch ab und ja. Und wir gucken jetzt mal zu Philipp Dautl. Der befindet sich auch im Alkolon Aszendens. Aber den anderen müssen wir noch einsaugen. Der liegt noch. Ne? Ja, das machen wir. Wenn wir mal umschalten. Philipp. Ja.
Ja, willkommen. Christian und ich, wie gesagt, sind hier auch schon im Kolon-Aszendenz. Und wie Sie hier sehen, ich habe auch mit ein bisschen Restschmutz zu kämpfen gehabt. Eben gerade ist nochmal eine große Ladung aus dem Terminal Ilium nachgekommen. Das habe ich, soweit es ging, nochmal eben schnell abgesaugt. Und hier sehen wir das Areal, was wir heute eigentlich behandeln wollen. Der Patient hatte eine Adenomresektion in diesem Bereich, hatte eine Nachresektion eines Narbenrezidivs in konventioneller Technik. Und nach der letzten Abtragung oder bei der letzten Abtragung waren wir uns eigentlich sehr sicher, dass da noch was übrig geblieben ist an Adenomen. Und haben deshalb sozusagen geplant, für heute diesen Patienten in FTRD-Bereitschaft zu untersuchen und die Narbe mit FTRD zu resezieren. Nun wollen wir uns dieses Areal mal hier genau angucken. Ich habe hier ein Zoom-Koloskop von Pentax und habe hier jetzt erstmal das iScan 3 reingenommen, was sozusagen hier mir die Gefäßstruktur so ein bisschen schöner macht. Und dann habe ich oben an meinem Knopf auch noch eine Zoom-Funktion. Man wird es gleich sehen. Da kann ich mich so ein bisschen vergrößern. Ich muss dann ein bisschen näher ran, damit das scharf ist. Ich gehe nochmal in die Übersicht. Wenn man sich das hier nochmal anschaut, dann haben wir hier ist das Zentrum der Resektionsfläche. Ich nehme nochmal das Weißlicht dazu oder das iScan raus. Und dann haben wir hier oben den Rand, an dem wir so ein bisschen befürchtet hatten, dass da vielleicht ein Rezidiv oder ein Rest verbleiben würde oder verblieben ist bei der letzten Untersuchung. Wenn ich mir das hier jetzt genau angucke, ich habe das eben schon ein paar Minuten lang mir sehr genau angeschaut, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu demonstrieren, dann sieht es eigentlich überraschend gut aus. So dass ich ehrlich gesagt im Augenblick noch nichts gesehen habe, wo ich sagen würde, das rechtfertigt aus meiner Sicht in dieser Situation die Vollwandresektion. Sodass ich, auch wenn das natürlich für die Demo so ein bisschen schade ist, aber es geht ja primär doch darum, den Patienten möglichst sinnvoll zu behandeln. Deshalb wäre mein Konzept jetzt ein anderes. Ich biopsiere jetzt hier nochmal diese Narbe ausgiebig, um sicher zu sein, dass auch mikroskopisch kein Rezidiv oder Rest da vorhanden ist und würde dann die bipolare Zange von Pentax nutzen und würde damit diese Narbe noch einmal nachveröden und würde für heute auf die Vollwandresektion in diesem Bereich verzichten. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand anders sieht von Ihnen. Ich bin für andere Meinungen gerne offen. Wie wäre es mit vorher unterspritzen mit Blau? Vielleicht sieht man dann auch nochmal. Ja, das ist eine gute Idee. Können wir auch nochmal machen. Unterspritzung. Als wir waren ja auf FTRD eingestellt, deshalb musst du verstehen, haben wir jetzt natürlich Unterspritzung falschen Strom drin. Nicht mit Blau vorbereitet. Nazelblau wäre jetzt dann das, was uns vielleicht noch weiterhilft. Frau Schumacher meint gerade vielleicht mit Essig färben, ist auch manchmal. Ja. Und Blau. Die Kombination. Ja. Essig und Blau einfach drüber spülen, meinen Sie? Ja. Das geht am schnellsten und Sie sehen direkt. Ja, das ist ein guter Punkt. Bedeutet, dass wir jetzt noch einen kleinen Augenblick hier, ich fahre das einfach nochmal so ein bisschen ab und Christian bereitet einfach mal ein bisschen eine 20er Spritze mit Essig und ein bisschen Blau reingespritzt. Wie war denn, Herr Dautel, wie war denn die Histologie von der Erstabtragung? Wissen Sie das? Die Histologie von der Erstabtragung waren Low-Grade-Adenomen. Ah, okay. Sodass man eigentlich auch nichts verpassen würde, wenn man jetzt nicht die maximale Therapie macht mit der Vollwand. Genau. Ja. Genau, also wir waren, wie gesagt, nach der zuletzt Resektion des Rezidivs, die sich gerade im Zentrum als sehr, sehr schwer gestaltete und inkomplett schien, waren wir uns eigentlich relativ sicher, dass wir hier noch Reste vorfinden würden oder wieder nachgewachsene Anteile. Aber ich habe das hier, ich bin jetzt ohne Kappe hochgespiegelt, weil ich das eigentlich nur mit der Markierungssonde markieren wollte. Ja. Und deshalb habe ich jetzt hier sozusagen im Augenblick keine Abstandskappe, die es mir vielleicht in der Detailbetrachtung noch etwas erleichtern würde. Aber mit dieser Zoom-Funktion finde ich und bin ich eigentlich mit der Beurteilung der Mucosa hier, wenn ich näher rangehe, eigentlich auch sehr zufrieden. Also man kann man kann das sehr gut nachvollziehen. Man kann das eigentlich ganz gut beurteilen, denke ich. Und auch eigentlich ausreichend beurteilen, um zu sagen, dass man jetzt hier zumindest makroskopisch nichts sehen kann, was einen wirklich in Sorge treibt. Ne? Richtig, Essig verdünnt mit ein bisschen Blau drin. Das ist ja auch eine Streitfrage, ob man unauffällige Narben biopsieren soll. Da gibt es eine deutsche Studie, die sagt ja. Von Herrn Pohl, ja. Und genau, Multicenter-Studie. Herrn Knabe. Ja.
Und genau. Herr Berg, allerdings so richtig, ohne eine große Studie, sagt, das ist Unsinn, da kommt nie was raus. Naja, bei der deutschen Multicenter-Studie war ja schon ein erstaunlich hoher Anteil von makroskopisch unauffälligen und histologisch dann doch noch nachgewiesenes Adenom. Ne? Ja. Nee, ist okay. Das, du meinst, das würde dann rechtfertigen, dann doch so eine Vollwand jetzt zu machen? Nein, das meine das ich. Jetzt nicht. Man kann es auch übertreiben. Ne? Es würde, auf jeden Fall kann man es übertreiben. Es würde rechtfertigen, das zu biopsieren. Ja, ja, genau. Oder auch zu koagulieren, weil das ja auch dann irgendwie davon ausgeht, dass da vielleicht noch was ist, ne? Sonst würde man es ja nicht koagulieren. Ja. Ja, genau, das ist ja der nächste Frage oder der nächste Diskussionspunkt. Sollen wir das denn dann überhaupt koagulieren? Halten wir das denn, wenn wir jetzt sagen, wir sehen makroskopisch gar nichts, für notwendig? Also ich hätte das jetzt... Also das ist ja das zweite Rezidiv, oder? Ja, genau, das ist das zweite Rezidiv. Das erste Rezidiv ist nachresiziert worden. Und das ist das zweite Rezidiv. Ich hätte das jetzt gemacht unter der Vorstellung zu sagen, wenn ich mikroskopisch Reste habe, dann habe ich sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch schon so gut therapiert, dass ich damit eigentlich zufrieden sein kann und das in der nächsten Kontrolle in 3 bis 6 Monaten einfach nochmal mir anschauen würde. Und wenn dann da größere Mengen nachgewachsen wären, was ich dann nicht vermuten würde, dann könnte man immer noch sagen, dann macht man vielleicht eine Vollwandresektion. Also ich sehe auch mit dem Essig, man sieht so ein bisschen... Ja, das sieht schon anders aus. Ja, ist genau. Man sieht, dass diese Strukturen so ein bisschen besser rauskommen. Ne? Ja, also da hätte man ja vielleicht schon Sorge. Meinen Sie jetzt bei genau in der Mitte? Den Befund hier? Also ich finde nicht, dass das nach Adenomrezidiv aussieht. So richtig überzeugend tut mich das nicht. Ich nehme nochmal iScan mit rein. Also das würde mich dazu bringen, das zu biopsieren gezielt, aber das jetzt mit der Vollwand zu resezieren, das würde mir nicht reichen. Das denke ich auch nicht, aber die Frage ist eben doch Biopsie und dann koagulieren, oder? Ja, also genau. Ich bin bei wirklich schwierigen Adenomen ein Fan, das nochmal mit entsprechender Sicherheit nachzukoagulieren. Ja. Genau. Das würden wir machen. So, der Plan ist jetzt die Biopsie. Ja, da ist die Zange. Hier, da oben in der Mitte. Oh. Ja, da. So. Aber es ist nicht jetzt. Naja. Wenn man immer, je länger man hinschaut, desto mehr kann man sich in ein Adenom hineinsteigern. Ja. Auf. Muss nur die richtige Färbung finden, Brigitte, um es. Irgendwann ist alles Adenom. Ja, ich würde das differenzierter betrachten, aber. Genau, also ich werde jetzt noch ein bisschen weiter biopsieren. Ich glaube, das ist gut dargestellt, ja. Und werde auch noch die Anteile der Narbe, die ich jetzt nicht als auffällig finde, biopsieren und dann würde ich mit der Bipolaren Zange. Vielleicht schalten wir nochmal in die 5. Ich weiß nicht, wie weit Christian ist, wie es da aussieht. Nein, wir schalten jetzt mal weiter. Die brauchen noch ein kleines bisschen. Ja, genau. Und ich gebe dir wieder die Moderation. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Thomas. Ja, dann kommen wir zum letzten Vortrag. Wir werden wahrscheinlich gleich nochmal zum Schluss auch in die Live-Demo reingehen, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben. Wir gehen jetzt nach Würzburg zu Alexander Meining. Und herzlich willkommen auch Alexander, und du hast heute eben auch nochmal ein besonderes Thema, was die endoskopische Submukosa-Dissektion angeht. Und ich weiß, du bist ein Fan von Einfachheit und von Praktikabilität. Und das macht das Thema. Das Thema ist wie für dich gemacht. Und es geht darum, geht die ESD auch einfacher und gibt es neue Methoden dafür? Vielen Dank. Ja, hallo nach Hamburg. Vielen Dank für die Einladung. Ich bitte mein etwas seltsames Aussehen zu entschuldigen. Ich hatte einen Fahrradsturz am Wochenende. Ich bin nicht Opfer häuslicher Gewalt oder Gewalt am Arbeitsplatz. Mir geht's gut, aber es sieht einfach dumm aus. Tut mir leid. Ja, geht die ESD auch einfacher? Letztendlich, zunächst mal, das sind meine Interessenskonflikte, und ich möchte in dem Zusammenhang auch sagen, dass die
Firma Ovesco hier letztendlich ja auch dieses Symposium zum Teil mitträgt und ich daher auch vor allem über ein Konzept der Firma Ovesco auch referieren soll, was ich sehr gerne mache. Ich habe noch mal so ein altes Foto rausgesucht von Stand 2000. Und das sind so diese ESD-Messe von Stand 2000. Und was ja dann doch ganz interessant ist, wir haben ja heute auch schon jetzt einiges gesehen, auch in dem schönen Vortrag von Stefan Seewald, dass sich die eigentlich fast gar nicht geändert haben. Jetzt ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, ist ESD so einfach, dass man da gar nichts ändern muss? Auf der anderen Seite haben wir jetzt heute auch wieder ein neues Device gesehen, wie dieses Speedboat, wo vielleicht doch ein gewisser Bedarf besteht, diese Dinge oder Instrumente etwas einfacher zu machen. Und wenn man jetzt das hochprojiziert auf Stand, also 20 Jahre später, dann muss man eigentlich schon sagen, dass letztendlich eigentlich die Modifikationen, die stattgefunden haben, doch eher sehr diskret waren. Also es war ein Chatkanal noch zusätzlich im Messer, vielleicht ein bisschen eine kleine Designänderung beim IT-Knife 1, IT-Knife 2, dieses Triangle-Lighted-Tip-Knife hat sich ein bisschen geändert. Aber eigentlich sind es im Endeffekt immer noch die gleichen Geräte oder Instrumente, die wir benutzen. Und da ist natürlich schon so die Frage, warum ist es denn letztendlich so einfach? Oder ist es vielleicht so, dass die bisherigen Innovationen noch nicht so den richtigen Impact auf das bisherige Prozedere haben, dass wir zwar sagen, die ESD ist schwer, aber es gibt einfach nichts jetzt, was sie vielleicht leichter machen kann und deswegen machen wir es halt so, wie es eben gemacht gehört, sage ich mal, seit 21 Jahren. Was kann jetzt so ein Impact sein? Also Impact kann sein, dass die ESD schneller gehen kann oder soll. Wahrscheinlich auch, dass es sicherer ist. Ich glaube, das ist eigentlich so das Hauptargument und natürlich im Zusammenhang steht mit dem Ganzen, dass das Training vielleicht doch noch ein bisschen komplex ist. Man hat schon eine gewisse Lernkurve, bevor man sich sicher fühlt, eine ESD durchzuführen. Und was natürlich auch relevant ist, sind die Kosten. Also man kann sich jetzt natürlich nicht ein super ESD-Messer ausdenken, das einfach 10-mal so teuer ist wie die gängigen, obwohl die ja eigentlich auch schon teuer sind für das, dass es letztendlich nur ein gebogener Draht ist. Aber das hat natürlich dann auch relativ wenig Impact, sodass schon so die Frage ist, wie kann man hier mehr oder weniger diese ganzen Gedanken zusammenbringen, um hier die ESD einfacher zu machen. Nun, und jetzt ist so, dass natürlich in westlichen Ländern und vor allem jetzt in den USA, eigentlich muss man sagen, dass auch gemacht wird, was eigentlich jetzt von den Japanern immer verschmäht wurde. Und zwar, dass man letztendlich sagt, naja, man macht das Übliche, man macht eine Inzision, man versucht dann so partiell die Submucosa zu dissezieren und dann legt man eine Schlinge drum und zieht das Ganze mit der Schlinge durch und hat dann eigentlich auch letztendlich das gleiche Ergebnis, kann genau das Gleiche machen, was am Ende rauskommt. Bloß, dass man halt eben hier diesen ganzen Schritt von der Submucosa-Dissektion erheblich abkürzt, indem man eben eine Schlinge drum legt. Und das ist eigentlich ein Tabu, aber es wird trotzdem häufig gemacht. Und es wird sogar auch publiziert und es gibt hier eine Meta-Analyse. Ich weiß, Meta-Analysen sind immer schwierig zu deuten, aber trotzdem machen wir uns mal kurz so die Mühe und gehen so ein bisschen durch. Also ich glaube, ohne Frage klar ist, dass wenn ich nur die Inzision mache und nur partiell eine Submucosa-Dissektion mache, dass letztendlich dann die Hybrid-ESD, so heißt es auch, schnellerer ist. Also schneller ganz klar und wahrscheinlich auch sicherer. Muss man mal gucken. Aber das große Problem, das wir natürlich mit dieser Methode haben, ich weiß ja nie, so ist jetzt die Läsion komplett in der Schlinge drin. Und das kennen wir ja auch alle. Ich meine, sind wir mal ehrlich, jeder, der ESDs macht, hat irgendwann auch mal aufgehört und gesagt zur Schwester, jetzt bitte geben Sie mir mal eine Schlinge, dann beenden wir das Ganze hier. Und dann ist es natürlich schon so, dass man eben sich nicht sicher sein kann, ob es entsprechend eine En-Bloc-Resektion ist. Und wenn man das durch diese Meta-Analyse hier nochmal im Detail betrachtet, dann ist es so, dass eben, wie gesagt, die Nebenwirkungen, die Adverse Events zugunsten der Hybrid-ESD sind, also sprich der Schlingenabtragung nach Inzision, dass auch die Perforationen geringer sind. Bei den Blutungen macht es keinen Unterschied. Die Blutungen kommen ja eigentlich eher erst so nach der
Abtragung, aber was natürlich schon eher ein Argument ist für die ESD, das ist die höhere, wesentlich und signifikant höhere En-Bloc-Rate, wie Sie hier sehen. Und natürlich auch letztendlich dann die Läsionen, die dann auch rezidivieren, eher höher sind, wenn es eben nicht komplett R0 abgetragen ist. Ist klar, es hängt natürlich zusammen. Also das ist halt so, was kann man hier in Kauf nehmen? Wo sagt man jetzt das eine eher schlecht, dafür bei der anderen Seite eher gut? Und dann kann man sich natürlich überlegen, naja, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt so eine Hybrid-ESD, vielleicht habe ich das Problem, wenn ich die Schlinge drum lege, dass ich eben nicht sicher sein kann, dass alles in der Schlinge ist, weil ich eben jetzt keinen zusätzlichen Arm habe, der mir mehr oder weniger das Gewebe komplett in die Schlinge hineinzieht oder luxiert. Und dann kann man natürlich auch sagen, wenn das dann so gut geht, dann brauche ich vielleicht auch gar keine Hybrid-ESD, dann mache ich die ESD eben mit einem zweiten Arm. Und hier gibt es Ansätze von diesem System der Firma Boston, das ORISIS-System, wo man eben im Rektum große Adenome durch hier so einen zusätzlichen Halteapparat, also wird wie so ein Zelt wird um das Adenom gespannt und dann hier mit einem zusätzlichen Arm kommt die Zange von oben, zieht das Ganze hoch und man kann hier dann wunderschön in der entsprechenden Submucosa die richtige Ebene definieren, hat Platz und kann quasi relativ zügig und schnell schneiden. Das ist nur das Problem, es funktioniert nur für Rektumadenome. Zu weit oben sollte es nicht sein, zu weit unten auch nicht, weil dann kann man dieses schöne Zelt nicht über den Polypen legen. Und dann ist auch so die Frage, welche Plattform für welche Indikationen. Und wir haben hier selber auch mal, das ist schon so, ja doch, drei Jahre her, mal so Trockenübungen gemacht, was denn eigentlich so die Voraussetzungen sind für unterschiedliche Lokalisationen. Und man hat hier eigentlich gesehen, dass hier diese Armigkeit, Zweiarmigkeit, zum Teil auch Dreiarmigkeit, dann häufig eine Limitation ist, dass letztendlich das Gerät dann zu stark abgewinkelt ist und dann letztendlich das Instrument nicht ausgeführt werden kann. Und das betrifft vor allem Lokalisationen im Zirkum und eher im Antrum, wenn das Ganze ein bisschen weiter weggeschoben ist. Und hier kann man dann auch wieder die Dinge einfacher gestalten, dass man sagt, mir macht hier so eine Art zusätzlichen Arbeitskanal. Das ist jetzt hier ein Prototyp, den wir hier auch zusammen mit der TU München konstruiert hat und kann dann über diesen zusätzlichen Arbeitskanal ein Halteinstrument in unterschiedlichen Richtungen bewegen. Das kann ja die Assistenz machen und Sie sehen, das geht hier relativ gut und man kann das dann auch hier für eine entsprechende ESD auch simulieren, wie dieses Halteinstrument dann eben funktioniert, dass man einfach die Möglichkeit hat, sich hier durch Wegspannendes, also was wir auch manchmal machen, dass wir dann Clip fixieren und dann irgendwelche Gummis hinschlägen oder auch irgendwelche Zahnseide uns das hochziehen, dass man das eher gesteuerter machen kann mit so einem zusätzlichen Halteinstrument über einen zusätzlichen Arbeitskanal. Also das wäre sozusagen der eher einfachere Ansatz, aber doch relativ effektiv, muss ich halt noch zeigen, es gibt wenig Daten dafür. Nun, bevor man jetzt abbiegbare Instrumente hat, kann man das Ganze zunächst auch mal einfach mit so einem Arbeitskanal machen, wie es eben auch von der Firma Ovesco gibt. Was den Vorteil hat, dass es hier eben anders als beim Zweikanal-Endoskop der Abstand vom Haltegerät zum Schneidegerät deutlich größer ist und dadurch eine gewisse Angulation auch möglich ist. Und das Ganze kann man dann auch noch kombinieren, indem man eben eine Lösung in die Submucosa spritzt, die auch für ein dauerhaftes Kissen sorgt und vielleicht letztendlich auch es ja einem das ein gewisses Gefühl der Sicherheit gibt, auch was die Dissektion und was die Inzision betrifft, weil ich einfach ein größeres Polster habe. Nun, und jetzt kann man eben diese beiden Methoden, also das eher visköse Gel, also das wird bei Körpertemperatur, wird das eher visköser, richtig dickflüssig, wenn es kalt ist, ist es flüssig, dass man diese Lösung kombiniert eben mit einer ESD-Technik oder eben auch einer Hybrid-ESD-Plus-Technik. Also dass man eben die ESD kombiniert mit dieser Grasp-and-Snare-Technik, aber eben über einen zusätzlichen Arbeitskanal, dass ich hier eben sicherer bin, größere Resiktate auch
abtragen zu können. Nun, genug der Worte, wie sieht das Ganze aus? Das ist jetzt ein Fall von letzter Woche. Patientin kam zu uns mit einem vordiagnostizierten mukosalen Karzinom. Man sieht hier im Antrum minorseitig. Und jetzt wird schon mal dieses Lift-Up injiziert, nachdem vorab die Läsion markiert wurde. Das geht eigentlich ganz gut. Man muss nur darauf achten, dass die Lösung wirklich kalt ist. Also wenn das nur wirklich frisch aus dem Kühlschrank, wir lagern das auch immer noch auf so Ice-Packs, dass es richtig schön kalt ist und dann lässt sich auch injizieren. In der Regel wird eine kleine Blase Kochsalz hier vorab injiziert, dass ich auch die richtige Schicht identifizieren kann. Und dann wird das Lift-Up reingespritzt. Der nächste Schritt ist dann, und das ist jetzt eigentlich, sage ich mal, ganz banal und auch in Anführungszeichen billig, dass man letztendlich hier einfach mit einer Spitze einer normalen Polypektomie-Schlinge, monophile Schlinge, 25 mm, die Inzision macht. Und das ist natürlich ein bisschen anders, das ist jetzt hier ein bisschen auf Distanz, aber dadurch, dass ich dieses Kissen habe, man sieht hier eigentlich sehr schön, wie weit das hier noch in die Tiefe geht. Also man hat hier wirklich einen relativ schönen Sicherheitsabstand, kann man hier doch relativ entspannt auch die Inzision machen mit der Spitze einer Schlinge, ohne dass ich jetzt groß Angst haben muss, einen tieferen Schaden zu setzen. Nun, wenn die Inzision dann gemacht ist, dann folgt eben diese Technik über den zusätzlichen Arbeitskanal, wird die Schlinge jetzt eingeführt. Das ist das Halteinstrument, die Zange. Und Sie sehen jetzt auch wieder schön hier, wie dick dieser Pilz hier noch vorhanden ist. Also wie viel, sage ich mal, Polster hier noch ist, um eine Resektion durchzuführen. Dann wird die Schlinge drüber gelegt, Strom gegeben und abgetragen. Dann ist natürlich das Problem, es ist jetzt in einmal durch. Zack, aber ich mache natürlich vorher keine Blutstillung. Also man muss hier dann ganz schon darauf vorbereitet sein, so wie hier, zack, ne? War noch so ein kleiner Spritzer, dass es halt letztendlich dann schon ein erhöhtes Blutungsrisiko ist, wenn ich in einem diese Läsion durchschneide. Ich habe weniger ein Perforationsrisiko, weil ich dieses schöne Lift-Up-Polster habe, aber ich habe ein Blutungsrisiko bei dieser Methode. Und das muss man wissen und da muss man auch relativ zügig dann die entsprechenden Verfahren zur Hand haben. Wir haben sie heute schon gehört, es gibt diese neue bipolare Zange. In diesem Fall haben wir es dann so gemacht, dass wir eine normale Hot-Biopsy-Zange genommen haben, um entsprechend dann hier die Blutungen, wie sie aufgetreten waren, zu stillen. Man sieht hier immer noch, eigentlich ist immer noch ein relativ dickes Polster drin. Also wenn das wirklich mal bei Körpertemperatur in einer ausreichenden Menge drin ist, dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn das jetzt so gut geht, muss ich dann überhaupt eine Schlinge drum legen oder kann ich dann doch, sage ich mal, auch eine ESD machen, indem ich aber trotzdem mir ein zusätzliches Halteinstrument gönne, sage ich jetzt mal. Und das ist jetzt auch ein Fall von vor 2 Wochen. Das waren Patienten mit Extended Criteria, einer ESD. Das war ein gemischt siegelringzellhaltiges intestinales Magen-Antrum-Karzinom. Aufgrund der Komorbidität haben wir dann aber auch gesagt im Tumorboard, dass wir eben hier eine Extended Criteria ESD machen. Und das ist jetzt diese Hybrid-ESD-Plus-Technik, ohne dass die Schlinge benutzt wird, sondern dass man letztendlich hier mit einem entsprechenden ESD-Messer die ESD macht. Also hier auch nochmal markiert, zirkumferenziell inzidiert. Man sieht hier den Pylorus. Und jetzt hat man eben den Vorteil, dass ich hier je nach Lage kann ich entweder den Arbeitskanal zum Schneiden genehmen, den zusätzlichen, so wie hier, oder eben den zusätzlichen Arbeitskanal zum Halten. Hier macht sicherlich Sinn bei dieser Lage, wenn es im Korpus minorseitig ist, dass ich ihn zum Schneiden nehme. Sonst müsste ich mich ja quasi komplett auf den Kopf drehen oder umdrehen und das wäre eher sinnfrei. Und dann kann man sich das hier so ein bisschen wegspreizen und kann dann hier durchschneiden. Eine Sache muss man erwähnen, diese gelartigen Substanzen, auch bei Schneidestrom, ich benutze hier immer Dry-Cut, gibt es immer so ein bisschen Bläschen. Das ist einfach, da kocht es hoch und dann gibt es Bläschen, die nicht entweichen können. Das ist da, das kann man etwas lösen, indem man ein bisschen Simeticon in den Spülkanal mit reingibt, um einfach diese Bläschen zu lösen. Aber das Problem ist auch nicht so entscheidend, weil ich ja hier eine gewisse Distanz habe. Ich tauche hier nicht direkt in die Submukose ein, wie jetzt bei einer Tunneltechnik. Und was man hier dann sehr schön sehen kann, das geht ja hier bis zum Pylorus rein. Und ich kann dann diesen
partiell abgetragene Präparat richtig nach vorne schieben. Also ich habe, hier bringt mir ja das Ziehen nichts. Mit dem Ziehen mache ich es mir ja hier zum Teil eher noch schwieriger. Hier kann ich es wirklich in eine Richtung schieben, die ich mit einer Clip-Technik, Clip and String oder Clip- und Gummiband-Technik nicht hinbringen könnte. Ich kann hier das wirklich bis durch den Pylorus durchschieben und kann dann hier schneiden und man sieht dann hier das Ergebnis, dass dann letztendlich hier am Pylorus entlang dieses Areal dann entsprechend entfernt wurde. Und wir haben jetzt auch vor 3 Tagen die Histologie bekommen. Das war auch eine entsprechende R0-Resektion, also so gesehen ein Eingriff, der sicherlich für den Patienten vorteilhaft ist, weil man ihn auch zumindest eine partielle Gastrektomie hat ersparen können. Also so viel zu der Technik, Hybrid ESD Plus mit Schlinge oder ohne Schlinge. Ich glaube, das hängt halt auch immer so ein bisschen von der Läsion ab und auch von der Histologie, die man vermutet bzw. schon vorher weiß. Somit möchte ich also zu meinem Fazit kommen. Die ESD soll nicht nur einfacher gehen, sie kann auch einfacher gehen. Man muss nur manchmal auch so ein bisschen vielleicht auch mal seine alten Wege verlassen. Wir tendieren ja als Endoskopiker immer dazu, dass wir wahnsinnig konservativ manchmal sind und da überhaupt keine Experimente machen. Ich denke, das ist nicht immer der richtige Ansatz. Also man kann manchmal schon auch mal andere Dinge ausprobieren, sage ich zumindest mal. Zweiarmigkeit ist sicher nicht eine Lösung diesbezüglich. Stabile Injektionslösungen sind sicherlich auch ein richtiger Schritt. Man hat einfach ein besseres Gefühl, wenn dort so ein stabiles Polster drinsteckt. Aber, das muss man natürlich auch immer sagen, wir haben noch nicht die abwinkelbaren Instrumente oder diese abwinkelbaren Arbeitskanäle, wie ich sie Ihnen prototypisch gesehen habe. Das ist auch immer ein langer Weg vom Prototyp zur Zulassung. Das ist unglaublich mühsam zum Teil manchmal. Wir haben so ein bisschen das Problem mit dem Schaum, was man partiell lösen kann, aber vielleicht auch gar nicht so relevant ist, sage ich mal. Individualisiertes Vorgehen ist, glaube ich, ganz wichtig. Es wäre falsch, jetzt zu sagen, wir müssen alle Patienten so machen und alle Läsionen zu jeder Lokalisation mit ESD Plus oder EMR Plus oder nur ESD machen. Auch hier kommt es auf die Lage drauf an, auf die Histologie, auf die Größe. Ich würde nur sagen, man kann es manchmal auch mal probieren mit anderen Verfahren, wenn es so eine Läsion ist, wie hier im Antrum minorseitig, lässt sich das wunderbar mit diesem Arbeitskanal entfernen, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, da müssen andere noch ebenfalls Erfahrungen sammeln. Und klar brauchen wir natürlich mehr Daten zum objektiven Vergleich. Sonst kann man natürlich auch sagen, jetzt hier der Meining, der kann mir viel erzählen. Ich sehe das ganz anders und da brauchen wir Daten. Und deswegen wollen wir versuchen, diese Daten zu generieren. Und wir werden hier von Würzburg aus im Frühjahr eine Studie beginnen, wo wir eben diese Technik einarmig, multizentrisch evaluieren und vor allem halt auf die En-Bloc-R0-Rate bei kolorektalen Adenomen zwischen 2 und 3 Zentimeter mal so als Beobachtungsstudie und Erfahrungssammlungsstudie durchführen werden. Und somit bin ich wieder am Ende und vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, danke an die anderen Teilnehmer vom Computer. Ja, vielen Dank, Alexander, für den schönen Vortrag. Wirklich interessante Techniken. Für mich ja immer die Frage, brauchen wir das wirklich? Aber ich glaube, du hast es in einigen Beispielen ganz schön darstellen können. Meine Frage ist, wie entscheidest du dich denn im Esophagus? Und was sind überhaupt deine Entscheidungskriterien, wenn du die rein morphologisch einteilst, die Läsion? Wie entscheidest du dann? Fängst du mit irgendeiner Technik an oder sagst, auch wenn das nicht geht, dann nehme ich mal das andere. Ich meine, ist ja eine Frage auch des Preises, wie du gesagt hast. Klar, klar. Aber, ja, oder ist das Empirie, dass du sagst, ich habe jetzt da und da die Erfahrung und dann mache ich das von vornherein so? Ja, also das ist natürlich die ganz entscheidende Frage. Im Esophagus, um ganz ehrlich zu machen, mache ich es auch ganz klassisch ESD, weil ich sehe hier keinen großen Benefit von diesen Techniken. Genau. Das bringt nichts. Da ist es auch zu eng, da muss man auch sagen, das ist kein Benefit. Beim
Berit mag schon manchmal anders sein und gerade an der Kadir mag schon wieder anders sein, bevor ich mich dann verkünsteln muss, irgendwie so in Inversion, mich so an die Kadir ranzuschleichen, dann hilft oft schon noch so ein zusätzlicher Arm, was der mir dann einfach dieses Präparat wegspannt. Mhm. Ja. Also es gibt schon, oder das gleiche jetzt auch so wie im Antrum, ja, wenn ich jetzt auch in Inversion gar nichts machen kann, weil ich da vom Pylorus aus mich hinschneiden muss, dann hilft so eine Technik, denke ich, schon viel. Unterm Strich ist es so, die Planung ist sicherlich auch so, also ich sage jetzt auch nicht von vornherein, wir machen jetzt das immer so, sondern ich versuche mich da schon in gewisser Art und Weise dann auch drauf vorzubereiten. Und es gibt auch schon Fälle, wo ich dann mit einer konventionellen ESD angefangen habe und dann gibt es irgendwann diesen Punkt, und das kennst du ja sicherlich auch, wo du dann dich drehen und wenden kannst, wie du willst, du kommst dann irgendwie nicht mehr richtig weiter. Und du hast dann Angst, dass dann irgendwie, wenn ich jetzt weiterschneide, dann gibt es noch eine Perfo oder so, und dass du dann, wenn du dann doch irgendwie, Moment, da war doch mal was, da gibt es so ein Instrument, dass ich mir das weghalten kann, ohne dass ich mir jetzt mit irgendeinem Zahnseide hier was verbaue und dann habe ich diesen Clip, dann platziere ich den Clip falsch, dann ist es auch wieder nicht so gut, dass man da einfach weiß, es gibt noch was, das möglicherweise hier helfen könnte. Und das reicht heißt, ja schon. Man könnte relativ einfach auf das System wechseln und dann das beenden damit. Ja, okay. Genau, das ist ja, passt ja für jedes normale Gastroskop. Das muss man nur festkleben an der Spitze. Das ist ja relativ schnell gemacht eigentlich. Ja, okay. Ich glaube, vielen Dank für die Antwort und auch für die ehrliche Darstellung in meinen Augen. Ich glaube, wir müssen jetzt noch mal in die Live. Wir gehen noch in Live. Gehen. Vielleicht kannst du dabei bleiben, Alex. Weil es könnte ja sein, dass sich so eine Hybridresektion anbahnt. Mhm. Herr Gerges, ich glaube, Sie sind jetzt im Rektum. Ist das so? Ja, genau. Also wir versuchen uns hier mal an diesem großen Rektum-Adenom. Das ist jetzt nicht so elegant wie von Professor Meining jetzt demonstriert mit zwei Kanälen, sondern wir haben das jetzt konventionell einmal mit dem Lift-Up unterspritzt, und zwar schon beim Hochspiegeln, und es ist noch gut Lift-Up übrig geblieben. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben diese K-Snare von Pentax genommen und die Schlingenspitze der K-Snare, die kann man wie ein Messer benutzen, und da sieht man jetzt, wie ich hier im Prinzip schon zirkulär die Läsion umschneide. Das Problem ist hier ein bisschen die Position des Polypen und die Atembewegung des Patienten, wie immer eigentlich natürlich. Und wir sind jetzt hier einmal fast komplett rum. Es fehlt noch ein kleines Stückchen natürlich an der heikelsten Stelle, ist auch klar. So. Und das Ziel ist jetzt im Prinzip, dass wir einmal eine komplett zirkuläre Inzision durchführen und dann ermöglichen, dass eben diese K-Snare, man rutscht hier immer ab, und dann eben ermöglichen, dass diese K-Snare sich in diesen Inzisionsgraben quasi legen kann und dadurch im Prinzip nicht, man sieht wie wirklich schön, wie das Lift-Up hier ein sicheres Polster ermöglicht. Und jetzt dann da nochmal nach, vielleicht auch mal mit Lift-Up, oder? Bitte? Kann man nochmal nachspritzen mit Lift-Up, um noch etwas mehr... Kann man auch. Können wir auch gleich eben machen. Wir beißen uns jetzt gerade hier so ein bisschen an dieser Stelle hier fest. Also wir sind aber im Prinzip auch schon fast rum, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich tut es auch der Umschlingung dann gut, wenn es noch ein bisschen in die Höhe wächst, der Pilz. Ja, ja, klar. Das ist immer gut. So, hier bin ich jetzt auf jeden Fall rum. Aber jetzt sind Sie doch rum, oder? Ja, ich... Das fällt ja da so ein bisschen zusammen, aber wenn man das auseinanderspreizt, sieht man, dass es ganz gut Abstand ist. Jetzt blutet es natürlich irgendwo, ist auch klar. Mal gucken, wo die Blutung ist. Die können wir dann auch direkt mit der Schlinge stillen. Der Arme. So. So.
Ah, da oben. Habt ihr die Zange nicht vor Ort? Dann könnt ihr die doch mal nehmen. Herr Gerges, haben Sie die Koagulationszange vor Ort, die genannt wurde, die bipolare? Ja, die können wir auch benutzen. Machen Sie doch mal. Okay. Das ist wahrscheinlich ziemlich effektiv in dem Fall. Ja. Ich finde, Sie haben das schön gemacht bis jetzt. Also, vielen Dank, Frau Schumacher. Also nur, ja, jetzt können also das ist ein Lob von Frau Schumacher, ist nicht sehr häufig. Nee, das weiß ich. Ich war ja Assistenzarzt bei Frau Schumacher, deswegen. Aber jetzt können wir mal die Zange benutzen. Ja, jetzt können wir die Zange benutzen. Da, das ist die Stelle, ja. Ja, dann wechseln genau. Wir jetzt mal auf die Zange. Herr Siewald hat ja gesagt, man kann da unbeschadet das einfach so reinhalten und los geht's. Aufmachen und los geht's. Ne? Genau, genau. Das wollen wir jetzt mal sehen. Am Live-Case so. Hier. Ja. Mhm. Deswegen kann man das schön breit aufsetzen. Genau. Ja. Ja, Stefan, genau, gib mal ein paar Stefan, Anweisungen. Stefan, feuer uns ein bisschen an. Genau. Ja. Also er zeigt das ja sehr schön, auch dieses Zusammenspiel mit Kappe. Also er hat jetzt die Blutungsquelle lokalisiert und jetzt übt er Druck aus, um das Gefäß auch für die Zuschauer so ein bisschen zu komprimieren. Auf. Wunderbar, jetzt kommt die Zange auf und man braucht nicht die Richtung zu ändern, einfach ins Gewebe drücken. Nicht zumachen. Man kann es aber auch zumachen, so ist es nicht. Ja, wenn die Zange ganz zu ist, dann brennt sie nicht. Sie muss offen sein. Ja, genau. Wir haben sie offen. Aber Stefan, wenn wir dich recht verstanden haben, Entschuldigung, brennt sie zwischen den Branchen dann? Nee. Aber wenn sie eben zu ist, wenn sie ganz zu ist, dann koaguliert sie überhaupt nicht. Sie muss ganz gering offen sein. Mhm. Aber das ist gar nicht so wichtig, weil man die Zange einfach immer offen benutzen kann. Mach mal zu. Ja. Ja, ich glaube. Da ist noch, ja. Mhm. So, jetzt nochmal auf. Ja. Genau. Und schwupps. Sehr schön. Das ist ja irgendwie beruhigend, ne? Dass das da die Tiefen limitiert ist. Genau, man hat Hemmung, ins Gewebe zu drücken, aber das ist okay. Aber wenn man in der Schweiz keine Hemmungen mehr hat, dann ist anderswo auch gut. Aber ich glaube, wir haben die Blutung jetzt stillen können. Ja. Wir gehen gut. Also ich bin überrascht. Ja. Ja. Ist ja öfter mal was Neues. Mhm. Naja. Also, wenn wir uns jetzt was wünschen dürfen, würden wir gerne nochmal Lift absehen. Ja, dann nehmen wir das auch. Und dann können wir ja, wenn es Ihnen recht ist, noch mal kurz zu Philipp Dautl gehen. Ja. Und dann zur finalen Abtragung zu ihm zurückkommen. Ja. Ja. Nicht weggehen. Nein, stopp. Wir wollen noch Lift absehen. Entschuldigung. Aber das ist ja gerade. Ich glaube, beim Philipp ist aber gerade was Interessantes. Vielleicht. Okay, Nadel raus. Wir initiieren jetzt nochmal Lift ab. Ja. Einmal Lift ab, Philipp, bitte. Endoskopiebild, bitte. Spritzen? Ja. Halt, stopp. Sagst du? Halb. Sagst du? Ja, halb. Weiter. Eins. Ja. Anderthalb. Weiter. Zwei. Oh, schön. Stopp. Zweieinhalb. Ja. Also es geht nochmal richtig hoch. Geh nochmal. Ja, halb. Stopp. Ja. Sieht man schön, wie der Polyp jetzt noch hochkommt. Mhm. Ne? Also sogar hinten sieht man es ein bisschen glänzen. Ja, spritz mal. Ja. Okay, stopp. Ich will mir jetzt ehrlich gesagt, das reicht. Also ich will jetzt den Polypen auch nicht zu hoch, sonst sehe ich nachher auch die Inzisionsumschneidung nicht mehr. Okay. Aber ich glaube, er ist jetzt... Na gut, jetzt haben wir es gesehen und sind ganz, ganz glücklich. Und, das glaube ich hoch genug jetzt. Sie sehen hinten auch hier, wie schön er hochgekommen ist. Und wir haben weit genug... im Gesunden umschnitten. Mhm. Und jetzt
Dann gehen wir kurz zu Philipp Dautl und kommen dann zur Schlinge wieder zurück. Gibst du mir nochmal die Schlinge? Ja, willkommen zurück. Wo eben gerade die Diskussion um die bipolare Zange und deren Nutzung im offenen Zustand startete, da wollte ich mich dazwischen drängeln sozusagen und wollte eigentlich das hier nur einmal zeigen. Ich habe jetzt hier das Narbenareal leider ein bisschen erschwert durch immer wieder überschwappenden Dreck mir so da eingestellt und habe versucht, es möglichst komplett mit der aufgesetzten bipolaren Zange zu veröden. Und was man vielleicht noch einmal so ganz gut zeigen kann, ist, man kann tatsächlich relativ lange draufbleiben, ohne dass man jetzt hinterher so eine Stelle sieht, wo man das Gefühl hat, oh Mann, da habe ich jetzt aber wirklich was angerichtet. Das ist ja oft so bei den Hautbiopsie-Zangen oder beim Coag-Grasper, dass man da so zupackt und dann doch ein großes Areal hat, wo man relativ viel schwarzes Gewebe sieht und schon eher sozusagen dazu tendiert, dann besorgt zu sein. Das ist hier eigentlich relativ angenehm und man hat nicht wirklich so das Gefühl, dass man da zu viel Schaden anrichtet. Jetzt ist hier noch so eine kleine Blutung aus einer meiner Biopsiestellen. Und die Zange ist ein bisschen offen. Die Zange ist ganz auf, ja. Sieht nicht so aus, zugegeben, aber sie ist ganz auf und ist sozusagen dann mit den offenen Tranchen ins Gewebe gedrückt. Und dann fließt quasi der Strom halt nicht drumherum um die Zange, sondern nur zwischen den beiden Tranchen bildet sich so ein kleiner Koagulationsbogen. Naja. Also so, zumindest ist es noch nirgends schwarz. Ja, genau. Schon mal ganz beruhigend. Genau, ist halt nur die Frage, ob man sich davon irgendwie beeindrucken lässt und dann doch zu lange und zu viel auf den gleichen Stellen drauf bleibt. Aber ich denke, man kann das hier relativ, man sieht relativ gut, wo man war, man sieht relativ gut, wo das Gewebe verödet ist und einen thermischen Schaden genommen hat. Und mehr ist das ja eigentlich nicht, was wir wollen. Wir wollen das ja nicht verkohlen, sondern wir wollen einen thermischen Schaden setzen, dass das Gewebe untergeht und das ist unser Ziel, ne? So, ich habe mich in der Zwischenzeit, habe ich lange mit mir gehadert, ob ich nochmal eine Kappe aufsetzen soll auf mein Endoskop, aber dieser Patient ist relativ adipös und hat ein Kolon, was jetzt nicht ganz so leicht zu passieren ist, auch schon in der Voruntersuchung vorbeschrieben und das kann ich bestätigen, sodass ich mich entschieden habe, hier jetzt sozusagen ohne Kappe mich da weiterzuarbeiten, was die Sicht so ein bisschen erschwert, aber ich denke, es geht ganz gut und wenn ich hier an der Ecke jetzt noch so ein kleines bisschen arbeite, dann glaube ich, habe ich die Narbe eigentlich relativ komplett koaguliert. Und ich glaube, wir gehen nochmal rüber in die 5, kriege ich gerade ein Zeichen. Ja, herzlichen Dank. Sehr anschaulich. Herr Gerges, wir sind so, wieder... Wir haben die Schlinge jetzt in den... Wir jetzt brauchen noch das Endoskopiebild. Im Prinzip abtragen durch... Ja. Also wir jetzt eine Schlinge drum nehmen. Ja. Jetzt nehmen wir unsere. Ja, und es ist komplett ab. Aber wir müssen jetzt noch ein bisschen Blutstillung machen. Na, schön ist es nicht. Und die Schlinge war, wir haben es ja leider nicht gesehen, aber war gut rumzulegen. Ja, ja, das ging ganz gut in den Graben rein. Und der Polyp ist hier auch sicher im Gesunden ab. Aber es blutet halt jetzt. Aber da können wir ja wieder unsere bipolare... Heute ist irgendwie bipolares Festival, ne? Ja. Naja. Wenn das jetzt nicht funktioniert mit der Koagulationszange, könnte man ja auch einen Clip drauf tun, oder? Wenn Sie jetzt so ein schönes Polster da haben. Ja. Aber. Denn es sind ja wahrscheinlich zwei auf, Stellen, die ja da spritzen. Auf? Ja, jetzt ist ganz auf. Hast du auf? Ziemlich. Das ist ja ein arterielles Gefäß.
so wie das hier rüberkommt. So. Aber sehr eindrücklich jetzt, ja. Sehr schön. Ja. Das kann man gut sehen, wie das so abgetastet wird, ne? Es blutet ja. Und also ich finde schon, Brigitte, das ist ein Vorteil, dass man das so auch wegdrücken kann und ja, keine stimmt. Angst haben muss, ne? Absolut. Also die Frage ist nur, ob es auch mit einer normalen Unterspritzung geht oder ob das jetzt auch Teil dieses schönen Lift-Up ist. Dass naja, man fragen wir mal Stefan. Reindrücken darf man, ne? Ja, ja, man darf drücken. Man könnte auch drücken ohne Lift-Up. Aha, okay. Also auch nur, wenn man nur mit Kochsalz unterspritzt. Ja. Okay. Aber man sieht hier sehr schön, man hat ja das typische Gefäßgeflecht. Und das, glaube ich, ist wirklich ein Vorteil, dass man sozusagen ein größeres Areal covert, erstens. Und zweitens, wir müssen nicht unbedingt den exakten Blutungspunkt finden und da erst zuziehen, anziehen, gucken, ob es noch blutet. Und ich glaube, das ist auch zeitsparend. Ja. Mach mal zu. Die Frage ist nur, wie lange es hält. Hast du da die Erfahrung, so nach 24 Stunden Rezidivblutung? Geh mal raus. Also ich sage es ganz ehrlich, ich habe gestern ein riesiges Adenom im Kolon abgetragen und Patient hat heute nachgeblutet. Aber ich glaube, das wäre mir auch mit anderen Koagulationsmöglichkeiten passiert. Aber ich muss sagen, wir brauchen Daten einfach und Erfahrung. Ja, es ist keine hundertprozentige Lösung, wie keines wahrscheinlich. Wobei ja der Anspruch letztlich nicht ist, dass es besser blutstillt, sondern sicherer. Genau. Ja, da hast du recht, ja. Aber und ich muss jetzt sagen, bei den Patienten habe ich im Zökum sehr lange gebrannt, aber Patient hatte keinerlei Beschwerden und ich glaube, mein Gefühl ist, dass es wirklich sicherer ist. Okay. Also leider ist hier an der Seite doch noch ein kleines Stück übrig. Das würde ich jetzt mit der normalen Schlinge entfernen, aber ansonsten ist es, glaube ich, hier komplett sehr schön. Ja. Resiziert. Das kleine vor allen Dingen die Blutstillung ist gut gelungen jetzt. Ich biete dir mal eine andere Schlinge an. Ja, ich, also man kann vermuten, dass das mit der anderen Koagulationstechnik ein bisschen gewaltsamer ist. Und also was man auch schön sieht, man hat überhaupt keinen Karbonisierungseffekt. Ja. Das ist ja ein richtiger Saulus-Paulus-Effekt hier, oder, Brigitte? Ich würde die Gefäße, die da noch sind, würde ich auch noch koagulieren. Auf. Ja. Mach die nicht ganz so breit auf. Nee, mach ruhig. Das ist nicht die Kaptivate. Nein. Oh, okay, dann mach mal zu. Ja. Habe ich? Ja. Fest. Kannst du nochmal umstellen? Trotzdem, man muss ja auch sagen, der Polyp war jetzt nicht suspekt eigentlich von seinem Aussehen. Also da ist wahrscheinlich High-Grade drin. Genau. Aber ein Karzinom ist nicht ausgeschlossen, aber wird uns eher überraschen. Durch ist es. Ja. So. Stehen wir raus. Ja. Ja, ich glaube, das war es jetzt so. Also. Es ist jetzt, denke ich, alles ab. Können wir noch ein bisschen Blutstillung machen? Wir können ja mal Alex fragen, würde da deine Hebezange helfen? Das ist, liegt in so einem Kolon. Was würdest du da machen? Ja, das kann schon sein. Also gerade hier denkt man schon, weil das so ein bisschen in so einem Sulkus drin liegt, ja, dass es da manchmal schon hilfreich ist, wenn man sich das nochmal so in die Schlinge reinzieht oder so. Ja. Aber man muss natürlich sagen, also bei dem Fall, den ich da gezeigt habe von letzter Woche im Magen, da hat es auch danach erheblich nachgeblutet. Ja. Also das, aber das muss man wissen. Klar, wenn ich da schnell durchschneide, ja, dass es natürlich dann auch zu Blutungen kommen kann. Aber ich denke auch, also man sollte das dann wirklich mit so Zangen machen. Gut, ich kenne die auch, die Zange, die ist wirklich gut. Es geht auch mit einer anderen, muss man sagen, es geht sogar auch mit einer Hot Biopsy. Das ist natürlich die allerbilligste Lösung. Gerade wenn jetzt das Gel noch in der Tiefe drin ist, hätte ich jetzt auch nicht so viel Angst, dass ich jetzt da einen tieferen Mucosal
Burns setzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber wenn das jetzt dünne Wand ist und nicht so viel Polster drin ist, dann denke ich, ist das eine schöne Sache. Also was ich hier nicht machen würde, aber das kann man auch diskutieren, sind so Sachen wie Endoklott oder Powder oder sowas. Das finde ich immer ganz schwierig, weil dann sieht man danach irgendwie gar nichts mehr. Und wenn es irgendwie blutet, dann möchte man schon wissen, wo genau. Und spätestens dann, wenn es nachbluten sollte, dass man auch genau weiß, was es daneben sein könnte. Eine schöne Studie, Thomas, wäre vielleicht nach Duodenalabtragung, dass man Endoklott und diese bipolare Zange miteinander vergleicht. Ja, Duodenum und Strom ist ein eigenes schmerzvolles Kapitel, das werden wir mal separat behandeln, glaube ich. Aber manche Gele wollen eben, wie gesagt, die Rezidivblutung verhindern und da muss es eigentlich trocken sein, wenn man die aufträgt. Ja. Und andere sind wieder zur Blutstillung. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Überblick. Das ist dann doch eine große Resektionsfläche geworden durch die Umschneidung. Ja. Herr Gerges, herzlichen Dank für dieses sehr schöne Gastspiel bei uns. Danke und auch. Herzlichen Dank an Philipp. Der Herr Dautl. Ja, gut. Ein Abschlussblick auf das Zirkum. Haben wir da oben noch? Ja, genau. Ja, dann zeigen wir einmal das, genau, wunderbar, da sehen Sie das schon, es kommen immer wieder aus dem Ilium so kleine Pellets nach, aber hier habe ich jetzt sozusagen nach links weg die Narbe, glaube ich, relativ vollständig koaguliert, hier nach rechts weg, da unter der Falte, zwischen den Falten, und ich glaube, das kann man jetzt so erstmal belassen, dann sind wir gespannt auf die Histologie, was da rauskommt, ob da jetzt wirklich noch Restadenom drin war und ob das diese Maßnahme jetzt tatsächlich zwingend erforderlich war. Und gucken, einfach kontrollieren die Narbe in 3 bis 6 Monaten nochmal nach. Perfekt. Vielen Dank, Herr Daudel. Ja, Wetten werden noch angenommen. Danke. Ja, genau. Ja. Genau. Wir sind gespannt. Vielleicht kann man es nochmal intern, kann man das Ergebnis erfahren. Aber recht herzlichen Dank an alle, die beteiligt waren, für die Live-Demonstration und auch natürlich unsere Referenten. Wir haben wunderbare Vorträge gehört. Und hier Thomas Rösch ist schon jetzt ganz hektisch neben mir. Der will unbedingt das Schlusswort. Nein, ich will auch was noch Housekeeping sagen. Okay, alles klar. Ich ziehe mich zurück. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein und gebe jetzt an Thomas weiter. Nein, nein, keine Angst. Das Schlusswort kommt zurück. Aber wir wollen einmal noch sagen, bitte für die Akkreditierung, die CME-Zertifizierung, jetzt nach dem Livestream auf der Seite machen, anklicken und dann klappt's. Und jetzt bitte eine Zusammenfassung und ein Schlusswort von Brigitte Schumacher. Ich glaube, es gibt jetzt nicht mehr viel zu sagen. Wir haben eigentlich jetzt alles gesagt, ich insbesondere. Und es reicht. Es war eine wunderbare Veranstaltung. Und wir können viel mit nach Hause nehmen, auch wenn noch vieles letztlich im Unklaren ist. Das heißt, wir brauchen die Studien. Und da warten wir sehr auf die Protokolle, Stefan und Alexander und Thomas, sodass wir uns an hoffentlich Multicenter-Studien dann auch beteiligen können. Also vielen Dank. Thomas, wann ist die nächste Sitzung? Ist das schon klar? Am 8. Dezember. Am 8. Dezember. Geht es um bildgesteuerte Endotherapie, das Ineinandergreifen von künstlicher Intelligenz und Diagnostik, aber auch schon in Richtung Therapie. Wunderbar. Also seien Sie dabei und lassen Sie sich wieder bezaubern. Hier von den Moderatoren. Ich weiß nicht, wer dann hier sein wird, aber ich glaube, es wird mindestens genauso gut wie heute. Auf Wiedersehen und schönen Abend.